Herzlich willkommen im Gaming Room von Smack Boom und herzlich willkommen endlich mal wieder zum Örntag. Und zwar zu zweit. Ach ja, das impliziert es ja auch. Und zwar mit einem Spiel, das wir das letzte Mal im Jahre 2021 gespielt haben. Ja. Das kommt mir schon so lange her. Das Schlimme an der Sache ist, dass wir am Ende unserer letzten Session gesagt haben, diesmal wollen wir aber nicht so lange warten, bis wir es wieder machen, damit wir nicht die Mechaniken verlernen. Und natürlich haben wir sie wieder verlernt. Ich wäre nie so töricht gewesen, etwas auszusprechen. Das war natürlich Björn, der es gesagt hat. Das stimmt, ich habe das gesagt und es war dumm. Wir hätten damals schon wissen müssen, ey, wir bauen hier alles um. Es wird anders aussehen, wir brauchen Zeiten, deshalb können wir es nicht machen. Aber ich habe nichts umgebaut, ich habe noch Zeug geschleppt. Wir können ja trotzdem jetzt gleich mal in die Rotze hier reingehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Wir sind aus dem All wieder gekommen. Das stimmt, ja. Und sind ja jetzt im Schlafzimmer unserer... Das hört sich so falsch an, ich weiß gar nicht. Wir sind im Schlafzimmer unserer Tochter. War immer der Dicke hier. Auf der rechten Seite. Ja, okay, ich bin hier. Ich bin die Mama. Ah, okay, springen und dann. Ich glaube, ich mal die Frage. Ich muss mal. So ein Dash haben. Ich muss mal für uns hier vor Ort wesentlich lauter machen, glaube ich. Ja. Hallo, Lysander. Guten Tag, Lysander. Das ist erst voll schlimm. Alle, die jetzt schon am Anfang im Stream sind, müssen erst mal sehen, wie wir die Steuerung wieder lernen. Boah, das ist vor allem das Schlimme an der Sache. Es ist jetzt wirklich ungelogen das dritte Mal, dass wir die Steuerung von Anfang an lernen. Ja, aber pass auf, es ist nicht so schwer. Laufen, also ne, wenn ich den Stick reindrücke, sprinte ich. Ja gut, das ist ja, das springen, ist ja mittlerweile in jedem Spiel springen, so. Springe noch bis A und so. Wenn ich im Sprung Double Dash. X drücke, dann mache ich diesen, ich weiß nicht, wie ich nach vorne. Okay. Dash. Kann ich mich noch, es gab doch die, einer muss dann auch stehen bleiben und der andere muss rüber. Soll ich rüber, oder was? Ist ja egal, Alter. Ja, weil du jetzt gerade drauf warst. Ja. Ich würde normalerweise naturgemäß sagen, geh du mal lieber runter, rüber, du zierliches Wesen. Aber, warte mal, kann ich dich jetzt das hier rüber? Das meint jetzt auch in Realität, nicht nur bei den Charakteren. Ah, warte mal, ich kann die Fünfen hier wegmachen. Ja, genau, ich muss jetzt hier rüber. Tschu! Ich bin hier links im Bildschirm, die Frau. Ja. Wie komme ich... Ah, Moment, wie kann ich da dran springen und mich festhalten? Also, ich kann erstmal hier runter, ne? Ja. Weiß ich werde das ja jetzt geht machen das so, müssen. Dass man dich festhalten muss? Ich glaube, die hält sich von automatisch fest, ne? Ich stürze runter. Aber guck mal hier, meiner. Ey, ich muss bestimmt diese gelbe Wand erst wegmachen, Trottel. Guck doch mal. Fall. Guck mal hier. Da. So. Oh, daneben muss das noch einmal machen, ne? Ja, du musst aber schneller springen dann in dem Moment. Ja, du musst es vielleicht auch ein bisschen schneller machen. Nee, ich muss es nicht schneller machen. Du musst springen, sobald ich den anderen benutze. Ja. Das hat nichts mit schneller machen zu tun. Ja. Wir müssen uns besser timen jetzt. Okay, jetzt pass ich auch auf. Du musst mit auf meinen achten jetzt hier. Ich hab dich im Augenwinkel. Ja, gut, okay. Ich kann, obwohl ich auf meinen Bildschirm gucke, trotzdem sehen, was du machst. Das ist fantastisch. Das ist meine periphere Sehkraft. So, genau. Du musst wieder zurück. Du musst wieder da drauf, sonst komme ich nicht weiter. Ah, die vier. Ich hab jetzt schon ein bisschen zu viel. Wir haben gar nichts getrunken. Ich hab nichts gegessen. Das ist natürlich nicht gut. So, dann kannst du jetzt zu mir rüberkommen. So, da ist die sechs. Die fünf ist Trümpf. Du musst hier dieses Haken-Ding benutzen. Oh Gott, war das der Y-Knopf oder war das einer von den Schulterknöpfen? Ich glaube, der zeigt dir das an, wenn du es hast. Ich weiß es nicht mehr. RB. Also, R1 ist es dann. Das ist R1. Ja, ey, ich wusste das aber auch nicht mehr. Sauber, genau. Guck mal, zack. Dann kommen wir jetzt hier durch. So, aber jetzt, wo wir gerade mal wieder ein bisschen die Steuerung gelernt haben, muss man einfach wieder sagen, was das für ein fantastisches Spiel ist. Ja, jetzt wäre es noch cool, wenn man es auf irgendeinem Bildschirm spielt, mit einem vernünftigen Sound hätte. Man muss jetzt auch noch mal dazu sagen, es war für uns nicht geplant, das so zu spielen, wie wir es jetzt spielen. Ey, das ist ja voll ätzend. Das ist das Lauteste. Hast du das Gefühl, dass es lauter geworden wäre? Nee, habe ich nicht. Nee. Aber guck mal hier, was ich mache. Ich stehe einfach mitten in der Luft. Das ist der erste Bug, den ich in dem Spiel sehe. Das ist doch kein Bug. Ich muss da reinfallen. Nein, man soll da nicht reinfallen. Ja, das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist... eine Lücke einfach nur. Ja, aber, genau. Das ist einfach nur die ja, man soll da nicht reinfallen. Jetzt frage ich mich, was wir hier machen müssen. Müssen wir es jetzt mal rausfinden. Hä? Wie geht nochmal dieser Sprung? So geht das. Aber ändert das irgendwas, wenn wir irgendwas hiervon machen? Also ich sehe gerade nichts. Vielleicht einmal ändern wir da hinten irgendwas. Ich trete jetzt einfach hier nochmal rein. Ach, guck mal, ja, hier. Jetzt. Was denn? Der, irgendwie nicht.
springe jetzt einfach rüber. Nein! Was soll das? So, ich will es einfach rüber. Ja, das, ich wollte das aber gar nicht machen. Ich wollte den noch festmachen hier. Jetzt muss ich mir hier einmal... Weil hier ändert sich doch gar nichts. Ach du Big Shit, ey. Okay, eins, dann zwei. Nein! Oh! Also okay. Da bin ich ja sofort drüber gekommen. Bist du gar nicht? Doch. Ich bin doch neben dir, du bist doch da auch runtergefallen. Ach so, ich dachte, du bist doch beim ersten Teil. Nee, da bin ich auch sofort drüber gekommen, keine Angst. Fuck, Mann. Ach, jetzt ist die 1 genau losgegangen, als ich... Aber 1, 2, 3. Ah, scheiße, ey. Die eine Nein! Ach, ich wollte wieder auf den 1 zurück. Oh. Nein! Scheiße, ey. Es war wieder 1 zu langsam. Diese zweite 3 macht mich fertig. So, jetzt bin ich da. Mal auf die 1 einmal. Da bin ich auch. Ach, das ist nicht gut. Ich will hier auf die Mucke. Hä? Ah, einer muss drauftreten, damit das andere für den anderen hochgeht. Ah, okay, damit soll das Schwein nochmal nehmen, dann trete ich das Schwein. Ja. Ach so, ja, dann geh du aufs Schwein. Geh du aufs Schwein. Frage ist was. Ah, du musst weitermachen! Oh, ich hab dich auf. Oh, ich hab dich auf. Okay, lass mich nochmal aufs Schwein. Okay, ich achte jetzt auf deinen Bildschirm. Gut. Was kommt denn als nächstes? Maus. Die Maus. Okay, Mausmasse. Der Löwe habe ich nicht. Dann Esel, Pferd. Du musst einfach eins hoch machen, was daneben ist. Ja, scheiß was drauf. Mach einfach eins hoch, ich spring dann rüber. Okay, also Maus jetzt als nächstes. So, und dann kommt das Pferdchen. Du musst ansagen am besten, genau. Ja, jetzt kommt Maus. Schwein. Nein, ich bin nicht schnell genug. Oh, das war knapp. Bär. Okay, nochmal. Was machst du denn? Auf deinem Bildschirm. Das ist nicht gut. Ich weiß aber auch nicht, warum der jetzt auf den draufgegangen ist, ehrlich gesagt. So, also Maus. Pferd. Ja. Maus. Ja. Okay. Dann Bär, ne? Nee. Pferd. Pferd. Bär. Bär. Okay. Muss das gleich bestimmt auch für dich machen, ey. Bestimmt. Hast du es jetzt schon? Und jetzt? Was? Ich bin jetzt dran, okay. Okay. Wir müssen bei dir jetzt mit Frosch anfangen, glaube ich. Muss das auch so einstellen, dass ich sehen kann, okay? Ja, alles klar. Ja. Rocky! Ja, toll. Ja, okay. So. Hund, genau. Ja, dann Löwe. Dann Schaf. Mäh, das ist okay. Jetzt erst die Soundeffekte. Frosch. Okay. Löwe. Sehr gut. Ich hab mich schon gemerkt, wo ich mit hier. Sehr gut, okay. So, musst du die Kuh hochmachen? Genau. Ich hab nur eine Kuh, mehr hab ich ja nicht. Du brauchst auch nicht mehr. Ah, komm jetzt zu dir. Zusammen. Ich dachte, dass wir jetzt noch einen Durchgang hätten. Das fand ich ganz cool wieder. Für alle, die jetzt gerade dabei sind, das Spiel jetzt zum ersten Mal sehen, das Spiel ist unglaublich abwechslungsreich. Man muss ständig was anderes machen. Das stimmt tatsächlich. Oh. Nein! Was ist passiert? Okay, wir sollten vielleicht nicht auf derselben Seite hochgehen. Warum nicht? Nee, schon. Ich dachte kurz, dass uns das gegen das wir uns behindert hätten. Naja, ich glaube, das Problem war eher, dass wir wieder auf die falschen Bildschirme gestartet haben. Hier, ich nehme blau und du grün dann, wenn du oben bist. also nie. Alter, ey. Was soll ich nehmen? Grün, da sind jetzt gleich zwei Buttons. Blau und grün, ich stehe schon vor den blauen. Okay. Lass mir auch lieber noch einen Schluck trinken. Ah, dieser Zaubersaft, ne? So, so, fertig? Ja. Okay. Los. Okay, jetzt müssen wir... Hang on, Cody! Muss ich gedrückt halten? Nee, ne? Ich muss gar nichts machen, glaube ich. Ja.
Das war alles. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwas machen. Oh, du bist nur. Okay, 6 plus 4. Also, 7, was plus 7? Ah, du warst doch schon auf der 4. Du warst auf der 4. Du bist links, so. Du Vogel, ey. So, 6. Wir brauchen eine 3, eine 2 und eine 4. Wir könnten auch einfach beide auf die 3 gehen, aber egal. Nimmt er das einfach, wenn weiß wir beide nicht. Auf das gehen? Keine Ahnung. 11. Dann gehe ich wieder auf die 4. Muss mit Memory spielen. Not my strong suit. Was? Nicht meine Stärke. Oh Gott. Oh, okay, oh ja, Gott. Es ist also, ja, wir müssen die bestimmt aber aufdecken. Ah, ne, mit Y. Okay, ich nehme das. Banane. Ich fange hier oben an. Ja, okay. Fang doch da oben an. hast du das Nintendo Y gedrückt? Das war die Orange. Banane hast du okay. Schon, sehr gut. Warte, dann. Ich habe die Aubergine. Okay. Das ist die Birne. Du hast die. Ah, die geht zurück, genau, die Birne. Du bist dran, mach du einfach mal. Kirschen, die hatten wir noch nicht. Erdbeere. Da, okay. Kirschen okay. Hast du auch, da unten. Ja. Ich mach jetzt den nächsten. Aubergine war hier oben. Aubergine war hier oben, ja. Orange oben links. Da. Ja, okay, ja, alles klar. Das hier und. Genau. Zack, zack. Wir sind mega gut. Ich nehme jetzt hier. Achso. Mann, ich trage. Was für ein Knopf. Willst du mir malen nach Zahlen machen? Wo ist denn die 1? Die 1 ist. Siehst du die 1? Die 2 sehe ich nur. Sind wir auf der 1? Achso, das ist die 1. Okay, also hier links auf die 2. 3 ist hier oben. Ja. Warum müssen wir das eigentlich zu zweit machen? Hey, dein. Ich weiß warum, damit sich's beschissen steuern lässt. Deshalb. Ach, das ist doch super. Das ist easy. Ach, ist ja mega leicht. Oh, das war knapp. Da oben. Weil doch, dass die Striche nicht verbunden bleiben, sondern sich mitbewegen, ne? Ja, guck mal, das haben wir gezeichnet. Eine Miezekatze. Ein Panda-Bär. Nein, das war eine Miezekatze. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gestartet sind, oder? Nee, das ist neues Spielzeug. Ja. Haben wir unserer Tochter für schlimme Spielsachen gekauft. Bestimmt da so ein Endgegner-Ding, oder? Nein, doch nicht. Ja. Ich glaub noch nicht. Okay, was müssen wir mit dem Vieh hier machen? Nix. Die muss den Käse kriegen. Da hinten ist Käse drin. Wo? Da, wo es angezeigt wird, das weiße Symbol. Das ist was passiert denn, wenn man hier drauf macht? Hier drauf springt. Ah, nix. Auch da. Okay. Das glaube ich echt geil. Ich glaube, diese grünen Dinger hier, das ist echt nur so ein Feature. Nur um die Welt lebendiger zu machen. Muss einer dann was mit der Maus machen? Mit der können wir nichts machen. Ne? Was nicht? Hier hinten? Blau bin ich doch immer, oder? Ja. Wir müssen das steuern. Ah, okay. Verstehe. Das darf nicht in das Loch fallen. Oh, verdammt. Okay, nochmal. Schon, ne? Ja, das kriegen wir da rein. Ja, gut. Weit, nicht zu weit. Boah, das war knapp. Ja, die wird jetzt ziemlich einfach, finde ich. Oder? Jetzt müsste es doch auch wirklich super simpel sein. Wenn es da durch. Du musst mehr zu mir kommen. Okay. Ja. Können wir es jetzt nochmal machen? Ja, bis es ganz vorne ist, bis es die Maus. Dann müssen wir das Ding am Anfang betätigen, damit die Maus drankommt. Okay. Mega easy. Easy! Ich meine nicht X gedrückt. Oh Gott. Oh, das sieht schlimm aus tatsächlich. Ah, das ist schon vorbei. Ah. Nach links können wir komplett durch, das ist in Ordnung. Ja, jetzt wird's bloß gleich da. Dramatisch jetzt mehr.
Ah, das rollt, das kommt. Na! Fuck, ey. Ich dachte, das kommt. Da dachte ich auch. Ja, wir sind doch gar nicht so weit rechts, dass das jetzt so verstanden. Ja, wir müssen hier so ein bisschen quer. Ja, das sieht gut aus, Okay. Dann rüber. Komm hier in die Mitte, sonst fällt's gleich da. Ja. Da rein. Oh nein! Fuck, ey. Ich finde, wir stehen voll mittig. Ich raff nicht, warum das so rausfällt. Du bist zu weit unten. Jetzt. Eigentlich müsste ich doch, mein Charakter müsste doch so dick sein, dass ich doch deinen voll aushebe hier in dem Ding, ey. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich bin jetzt schon mehr zur Mitte. Ja, erstmal muss das hier hoch. Das geht schon her. Jetzt ganz schnell hoch. Nein, du bist so schnell nach oben gerannt. Das hätte erstmal da ruhen müssen, damit wir dann schräg nach links oben laufen. Aber Alter, was würde ich jetzt dafür geben, wenn man so Gyro im Controller hätte? Das wäre, glaube ich, einfacher, das damit zu machen, als hier drauf rumzulaufen. Ich sag dir jetzt schon, das Ding hier wird unser Endgegner. Da bin ich jetzt schon von überzeugt. Glaub, diesmal schaffen wir es, weil diesmal... sind super schlecht. Ja, guck mal, jetzt werden wir mega schlecht. Zack. So, genau. Und jetzt? Jetzt kommen müssen wir einfach bald zusammen... Komm erstmal weiter nach links, genau. So. Und jetzt muss es einmal nur hoch und dann müssen wir es irgendwie nach links kriegen. So, jetzt nach oben. Und dann sofort nach links. Also schwer. Unser Endgegner und direkt danach schaffen wir es. Ja, was machen wir? Ach so, jetzt müssen wir MC Mausenstein holen, ja. Ich habe auf deinem Bildschirm geguckt, aber ja, erstmal müssen wir hier wieder raufkommen. Ach, bist du schon? Ich bin schon da. Bist du denn hochgekommen? Ich bin da hochgesprungen. Keine Ahnung, was. Ich habe da jetzt nichts gemacht, ich bin einfach hochgesprungen. Ah, jetzt muss einer. Wir können jetzt da durch. Das war alles. Ach, und die Maus wird jetzt so lange angelockt, bis. Oh, die Arme. Oh, das ist ja voll grausam. Nicht. Ich find's gut. Bis zu ihrem Lebensende. Soll das so bleiben? Das finde ich schlimm. Was machen wir jetzt? Achso. Okay. Auf? Ja, lass uns mal auf die 1. Okay, das war's für mich? Nee, doch nicht. Nein! Das war's für mich! Nein! Nein! Warum ist es nicht. Warum ist die 7 nicht oben geblieben? Ich weiß nicht. So, ich war. Ja. Krass, dass wir es sogar zusammen geschafft haben. Ich möchte sagen, dass das beinhaltet Skill. Dass man das zu zweit... Das ist eine gute alte N64-Schule. Weil das So, alles klar. Was machen wir denn hier? Das ist nicht. Das ist schon richtig. Wie lasse ich denn? Achso, okay. Ich dachte, ich könnte so einen Wall-Jump machen. Runtergefallen? Ja, ich bin tot. Ich glaube, das müssen wir. Ich glaube, das muss auch mit Walljump. Glaube ich auch, aber irgendwie habe ich es nicht hingekriegt. Warum kann ich den Walljump nicht machen? Ja, pass. Ach, hier, guck mal. Oh, jetzt kann man daran hochklettern? Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt gerade. Kann ich nichts machen. Muss da oben irgendwie hin. Ach, guck mal. Nein, ich bin hier runtergefallen. Aber wie? Muss ich daran hochklettern? Kann man daran klettern an den Dingern, die zackig sind? Das war ich mich auch. Hier meinst du, ne? Ja. Ja, kannst du. Ja, das erklärt ja schon. Nee, oh, nee, du bleibst nur dran hängen. Kannst aber nicht hochklettern. Wie lange bleibt man denn daran hängen? Du rutschst langsam runter. Ja, aber... Ich hatte das Gefühl, manchmal konnte ich wieder höher springen. Ich bin gerade voll her, wenn ich was ich machen muss. Scheiße, los hier, Perle. So. Ach, ich bin einfach. Ja, aber ich verstehe es auch nicht. Ab wann bleibt der hängen und ab wann nicht? Und warum kann ich nicht Walljumpen? Ach, weil ich bestimmt bis zu einem bestimmten...
bis zu einem bestimmten Teil daran hängen bleiben muss? Du kannst bestimmt nur auf diesen Flächen einen Walljump machen, ne? Wie es aussieht. Auf denen, die genockt sind, meinst du? Da hinten ist auch nochmal so ein Noppengurt, ey. Aber hier ist doch nichts mit Noppen. Ne, da wäre sonst auch nichts mehr. Warum kriege ich ihn jetzt auf einmal im Walljump hin, die ganze Zeit nicht? Jetzt, wo ich das eingezogen habe, habe ich einen Walljump hingekriegt. Was soll die Scheiße denn? Vielleicht musst du einen Walljump machen bei den Sachen, die nicht genockt sind. Ja, muss ich auch, aber das dachte ich schon die ganze Zeit. Ich habe ja vorhin schon die ganze Zeit versucht hier... Guck mal, jetzt kriege ich ihn nicht mehr hin. Jetzt gerade beim Einziehen hat ein Walljump da doch geklappt an der Stelle. Das verstehe ich nicht. So doof, ne? Ich wollte nicht da dran. Spiel des Jahres, ey. Welcher Uso hat das denn gewählt, ey? Ich geh so einfach hier rum und guck, was ich hier mache. Hier geht gar nichts mehr. Fick die Hände! Ab in den Tod, ey. Wir müssen noch da oben drauf, ne? Jörn? Nein, ach, richtig dumm. Komm mal wieder. Ja, egal. Halt mal deinen. Ja, ich mach das bei jetzt, dir. Ich habe jetzt auch gerade tatsächlich gesehen, dass da oben noch so viel drin ist. Ja, jetzt kann ich doch auch in Ruhe den Walljump machen. Ja. Wie doof, wie das jetzt ausprobiert hat. Wir waren jetzt richtig doof, vor allem, weil es ist ein Spiel, das auf Teamwork basiert. Und ja, wir haben es jetzt einfach richtig verkackt. So, ich lass mal los hier. Was soll man da so machen? Aber wie helfe ich dir denn jetzt weiter? Wie kommst du denn jetzt auf rein? Ach guck mal, da hinten kann ich da hinten an das hier dran? Oben? Nein, kannst du nicht. Du müsstest jetzt eigentlich auf meiner Seite. Wir müssen das doch einzeln schaffen. Das geht nicht anders. Ja, aber du hast doch den schaffen. Walljump jetzt nur geschafft, weil ich das hier festgehalten Nein. habe. Nein, ich hätte den Walljump bestimmt auch alleine geschafft. Ich bin bloß nur zu dumm. Alles mal endlich. Walljump. Mann! Wie... Walljump mache ich. Okay. So, ich nehme jetzt... Weil es ist so Warum easy gewesen. Es denn jetzt es auf einmal so easy einfach, gewesen. Ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, bitte. Einfachste Walljump ever. Bitte, bitte schaltet erst jetzt in den Stream ein. Boah, ist das Palle gewesen. Es war so, vor allem war es so herbe leicht. Das Problem ist, es war von der Geschicklichkeit her leicht, aber leider sind wir dumm. Das ist das Problem gewesen. Leider sind wir dumm. Da. Das kommt voll oft vor, wenn du noch zuletzt was machst, dass ich dann auf deinem Bildschirm schaue und vergesse anzufangen auf meinen zu schauen. Du bist genau da in den Abgrund gesprungen. Du bist falsch. So, jetzt bitte mal was Schweres. Hol meinen Finger, okay. Wir müssen an dem Finger von ihm ziehen. Okay, wir müssen irgendwie die Furzkissen hier genau, aufblasen. Genau, wir müssen die aufblasen. So. Er freut sich voll. Okay. Ah. Genau, geh mal. Ja, okay, du bist auf dem, dann geh ich jetzt mal hier hin. Ah, okay. Mhm. Ja, nur. Björn, lass mal deinen auf und wenn der aufgeblasen ist, muss ich draufspringen. War vom Timing her schlecht. Ich muss nach vorne schwingen, wenn du es ja, machst. Jetzt. Wollte, das ist so. Nee. Oh, ey, hast du aber gesehen, wie knapp das war? Aber so wird es doch bestimmt gemacht, oder? Ich dachte, bereits möglich. Da kann ich einfach rüberschwingen. Nee, das geht nicht. Okay, das ist schon die richtige Strategie. Was steht hier? So, ich springe auch nicht gerne, wenn und komme nicht. Was? Aber zu Hause klappt das bei mir ständig. Ich mache nichts anderes, als gegen Wände zu springen. Wenn ich meine Katzen davor... Oh, Entschuldigung, ich habe die aufgebaut. Ich quatsch jetzt. So. Ab wann soll ich denn? Wenn du hinten bist? Ja, also so, dass... So, ja. Jetzt. Nee, ich muss ja draufstehen und dann hochgeblasen werden in dem Moment. Wahrscheinlich
Reicht, hätte sogar jetzt noch gereicht die ganze Zeit. Guck, jetzt ist es zu spät. Wir müssen das gar nicht so schnell machen. Das ist die Hauptsache, dass ich... So, warte. Jetzt spring, spring drauf. Kann ich auf die andere Seite. Und jetzt muss ich mit dir dasselbe machen. Du hast es doch jetzt schon nicht gerafft, oder? Was? Okay, das welches der ich hoffe, der grüne, das, ne? Wird hier abgebrochen. Okay. Dauert länger. Okay. Ich spring jetzt schon drauf, weil du dich jetzt beeilen musst gleich. Es dauert nämlich länger, bis du hier hochkommst. Jetzt kannst du, aber das schaffst du locker. Guck mal, easy. Easy! Ehrlich gesagt gar nicht, wofür man den. Naja, keine Ahnung. Wofür man was? Wofür man den ersten Sprung da machen muss, ehrlich gesagt. Um das runterzuziehen, damit das überhaupt sich bewegt. Okay. Sonst wärst du gar nicht an das Kabel gekommen. Was ist denn hier los? Warum fallen die ganzen Bälle da runter? Was ist denn. Ey, das ist doch, das ist doch kein Spielzimmer hier. Doch, das ist Spielzimmer. Das ist doch grotesk. Oh, Spinning Wheel Game! I wonder what the prizes are. Was zur Hölle? Oh. Gute Arbeit. Er hat den Krokodok. So, was machst du da gerade? Dreh hier dran. Weiß nicht warum. Soll ich das nicht machen? Nee, dreh mal ruhig. Ich will mal gucken, was da passiert. Ich kann nicht mehr drehen. Ich hab's schon gemacht. Die Bälle fallen immer noch. Aber du musst noch irgendwas. Ja, ja. Ah, nee, hier, guck mal. Das... Ist nix. Kannst du noch irgendwo was machen? Also, hier ist noch irgendwas. Gucken, auf welchem Tier ich rauskomme. Auf welchem Tier du rauskommst? Ja, auf einem Vogel, Air Dash. Vor allem gibt es hier nirgends für den Vogel. Jetzt habe ich das hier zugedreht, jetzt kann man hier nichts mehr machen auf jeden Fall. Und ich habe jetzt den Air Dash. Ich kann hier auch nichts mehr machen. Der Air Dash ist es jetzt. Es muss der Air Dash sein. Was auch immer wir jetzt damit machen. So, hier ist eine Trommel, die kann einem als Trampolin. Air Dash. Der Erdisch wird ja das hier sein, ne? Was wird das sein? Das hier ist doch Erdisch. Oh, where's the prize? Give me something useful. Wo ist der Preis? Gib mir was Nützliches, aha. Guck mal, hier ist noch. Die Rohre, ne? Die siehst du sofort, ey. So, wenn du jetzt das Gelbe aufdrehst, mal gucken, was jetzt passiert. Ah, du drehst jetzt die gelben Bälle ab. Gerade kamen auch gelbe und grüne daraus, glaube ich. Jo. Ja, perfekt. Wie gut, dass wenigstens einer aufpasst, ne? Ey, du hast jetzt ohne Scheiß nur da vorne dieses Rohr gesehen. Ich habe hier auch was gemacht. Ich habe hier den Erddash da freigeschaltet. Also da war hier keine Scheiße. Oh, ich bin so gut. Ah, da. Boah, ich bin aber... Ey, komm, jetzt mal ohne Scheiß. Das Ding war da oben. Jetzt habe ich mir auch noch den Ellbogen wehgetan. Herzhaft. Das ist... Eh auf dem Fall. Nein! Zacki, sauber. So, was können wir denn hier machen? Hey Cody, warum steht denn überhaupt eine 2 hier drauf, wenn man... Und eine 3, wenn man... Vorhin war das immer so, dass die dann auch sich in der Reihenfolge bewegt haben. Ist das so ein Edge-Sketch-Ding, ne? Ja. It's nice to have limitations. Yeah, but what about creativity being stifled and all that, huh? You can't do much with 2 knobs. You'd be surprised. You just have to learn to use what you have to make something great. Okay, du machst nur links und rechts und nicht nach oben, ja. Ja. Will irgendwas machen oder ist das nur ein Gimmick? Nein, das ist einfach nur so ein Gimmick. Ja, voll. Nein! Da, hier ist der Krokodok. Ey. Jau, das ist komm, wir spielen das. Das ist der Froggy-Dog. Ich nehme hier den ganz außen her. Der ist es auf keinen Fall, sag ich dir. Aha! Nehme ich den anderen ganz außen. Macht doch was Geräusche. Ja, guck. Ich stand mit drauf. Alright, sorry. Beide verloren. Was ist das hier? Geil. Ach, hier kann das ins Sparschwein rein. Komm mal her. Warte, ich kann hier doch gerne ins Sparschwein stecken.
Versuch deinen Ball umzupunkten. X Schläger schwingen, Y bereit. Okay. Watch out, me. I used to be real good at this. I know how to bat a ball. Not as well as I do. Big try! Yeah! Oh, ich hab schon daneben gehauen, ey. Schon wieder! Nice. Ah, okay. Ich hab den leckeren Barsch gefangen, daran erinnert mich das. Let it go! Face it! Ha! Ah, daneben. Cool! Boom! Daneben, you're out of here! Ah. Damn! Geil, der geht in die andere Richtung. Ja, ich hab den auch in die andere Richtung geschlagen. There we go! No problem! Na, schon wieder in die falsche Richtung. Ich bin nicht gut in dem Spiel. Ach schon, ey, sag mal, mein Timing ist ja miserabel. Aber Alter, mir fangen so viele That's What She Said-Witze ein zu den Sachen, die du gerade erzählst. I knocked that out of the park. You did. Lass uns das nochmal machen. Nein, ich habe gewonnen. Wir haben alle Spiele immer nur einmal gemacht. Das stimmt übrigens nicht. Doch, das stimmt. Okay. Welche haben wir denn öfter gemacht? Welche anderen? Nein, haben wir nicht. Aber ich habe das jetzt erst... Guck mal hier, warte. Oh Gott, ey, ich hab mir Sparschwein kaputt gemacht. Guck mal hier, the tortoise and the hare. Ja. Hier wird gerade gesagt, Ritter töten ist einfacher, das stimmt. Die Ritter, die ich gestern alle umgebracht habe, das war wirklich einfacher. Aber ich spiele jetzt nur noch the tortoise and the hare. Ah, die Ritter waren auch wirklich keine Herausforderung. Habe ich hier einen Geheimgang gefunden? Kann im Game Pass einen Erfolg verdienen. Okay. Okay. Ich habe eine Schatztruhe gefunden. Komm mal schnell rüber hier. Warum? Weil wir beide mal dran ziehen müssen. Echt? Ja. Komme ich natürlich. Und nur deswegen. Das ist sogar hier. Guck mal, das war sogar nötig. Ja. Guck mal, das sind diese Fidget Spinner. Oh Gott. Let's try them out. Let's try them out. Jetzt lernen wir doch bestimmt was Neues, was wir machen müssen. Will nichts lernen. Boah, wir fliegen bestimmt mit den Teilen. Und wir müssen die ganze Zeit. Ah, ja, ich verstehe. Wir müssen die wahrscheinlich die ganze Zeit in Bewegung halten. Ah, nee. Ah, okay, wir müssen immer auf diesem Kissen landen, damit wir wieder hochgepoppt werden und dann wieder RT drücken. Wo müssen wir denn hin? Okay. Ah, ich hab's gefunden. Also, ich hab zumindest einen gefunden, wo man Bälle abdreht. Okay. So, ich will jetzt mal hier drauf. Ja, ich habe hier auch was gefunden, wo ich was abdrehen kann. Aber ich muss das, glaube ich, machen, ne? Oder kannst du das auch machen? Das ist gelb. Nee, gelb ist für uns beide, ne? Ich habe meinen abgedreht. Ja, ich drehe auch gerade. Meiner ist rot. Guck mal, ob die roten Bälle gleich aufhören. Ich habe lila. Noch nicht. Doch, haben sie. Ja, wir müssen noch den gelben finden. Das gelbe ist da hinten, okay. Ja, ich habe das Gelbe gefunden. Hast du? Okay, alles klar. Ja, ich habe es gefunden. Das heißt jetzt noch nicht, dass ich es machen kann, aber ich habe es gefunden. Ja, Hauptsache du weißt. Ah ja, ich sehe es auch. Aber du bist jetzt eher da. Jetzt muss ich auch nicht gucken. Komm ich da schon hin? Ja, oh, ich versuche. Ah, du bist schon da. Sehr gut. I am schon sehr. I am the one and only. Oh, guck mal, hier bauen wir bestimmt die ganze Zeit. Genau, sehr gut. Boah, jetzt muss ich an Parks and Recreation denken. Dann oh, hier bauen sie auch. Dann, mein Schatz, dann krabbel ich mich hier. Der Ekler. Ja. Mega eklig, ist doch John Ralphio. John Ralphio ist obereklig. Oh, hier sind Löcher, die müssen wir stopfen vielleicht. Ob ich da reinfallen kann. That's what she said, oder? Nein, das ist einfach nur zum Weiterjumpen hier. Ich finde es auch gut. Okay, also einfach weiter zu den... Sicher? Ja, ich fühl's auch. Teske Landschaft, das hier ist. Das ist mega geil. Also, das Balancing von dem Spiel ist schon ganz geil, ne? Mit den verschiedenen Gameplay-Mechaniken und trotzdem funktioniert das alles immer so gut. Ich meine, ja, klar, wir haben uns jetzt auch schon ab und zu mal so ein bisschen geärgert bei manchen Dingen, weil wir die nicht sofort gerafft haben, aber ich, also insgesamt richtig, ist das Spiel... Richtig aber geärgert haben wir uns gut, gut. A lot of it was made by Rose. She doesn't make it easy. Oh, Alter, ich bin mega gut hier gerade. Ich bin hier aber auch mal. Guck mal, ich bin mal so gut. Kaum sagst du, da sterbe ich. Danke. Keine Eifersucht, ne? Ich möchte auch mal Anerkennung haben. Acknowledge me, so wie Roman Reigns ja sagt. Ja, aber der hat's verdient.
So, kommt man jetzt hier einfach hoch oder wird man zurückgebounced? Ne, man kommt mit den Dämpfen? Ja, und einfach durch. Ah, cool! Kann man hier so reiten? Ja, ja, kann man. Ich bin hier auch gerade am Stüssel. Okay, ich noch nicht. Alter dick, alter fett. Ach, ey, ich dachte, dass die Kamera eigenständig folgt und hab's voll nicht gerafft. Ach! Doch, bleib stehen, das kann bei uns nicht. Ah, okay, gut, dass du es sagst. Ah, hier. Ah ja, hier müssen wir wieder beide drücken, das ist grün und blau. Boah, jetzt hätte ich Bock auf so eine schöne Turtles in Time Sequenz. So ein paar Food-Soldaten, die jetzt auf dem Fahrstuhl gesprungen kommen. Das ist ätzend, ne? Ja. Weißt du, woran mich das Buch erinnert? An diesen Typen aus Hawkeye und aus Better Call Saul. Der mexikanische Drogentyp, der bei Hawkeye den Vater, den Stiefvater von ihr spielt. An den erinnert mich das Buch, ohne Scheiß. Der hat der nicht bei Suicide Squad auch mitgespielt? Der da, ich verwechsel ihn. Ist das Hector? Du heißt der im Rollstuhl, der Opa. Ja. Aber du weißt doch, wen ich meine, oder nicht? Eindeutig nicht. Der ihren Stiefvater bei Hawkeye spielt. Der mit ihrer Mutter zusammen ist. Swordsman. Heck, doch kein Opa. Ach so, das ist voll unabwegig jetzt, dass ich den gewählt habe, oder wie? Ich weiß es doch nicht. Ich kann mich nicht mehr an den bei Better Call Saul erinnern. Na, was ist das hier jetzt? Ist voll der Drogenrausch hier auf einmal, oder? Allerdings. Sind wir in so einer Art Kaleidoskop? Ja, sieht so aus, ne? Okay, so klappt schon mal nicht. So klappt schon mal nicht. Wie gut ich dich erstmal vorspringen lasse. So. Alles stirbt gut. Alles dann? Gut, alles gut. Aber ich, das können wir auch nichts machen. Aber. Oh. Man muss das aber trotzdem machen, glaube ich. Ah, okay, hier kann ich auf jeden Fall. Ach so, meinst du, das wäre ein Weg? Ja, hätte ich gedacht, aber ist nicht. Da passiert nichts, wenn ich dagegen spreche. Na, einfach rüber. Einfach vor allem. Da ja, kommt man nicht hoch. Ach, Mann. Das war schon nah dran, auf jeden Fall. Nee, was nicht, ey. Kann man dich umboxen? Geht nicht, ne? Da kommst du auf keinen Fall rüber, das geht nicht. Aber was können wir machen? Wir haben keine Special-Aktion, nee, die wir gerade machen können. Das sind unsere Fidget-Spinner, wenn wir sie brauchen, ey. Die haben wir nicht mehr. Wir können nichts machen auf diesen... Ah, was hast du denn gemacht? Doch! Doch! Guck mal, man hört doch ein Geräusch dann auch. Ja, müssen wir die alle weiß machen? Kriegen wir aber nicht hin. Nee, kriegen wir nicht hin. Okay, das ist... Das aber ist vielleicht müssen wir die weiß sind, umändern. Das sieht überhaupt nichts mehr. Ach, guck mal, wir müssen die in einer Reihe. Nee, doch nicht. Aber vielleicht doch. Doch, doch, doch. Das sind genau zwei Stück. Einmal bei dir, einmal bei mir. Geh mal zu. Da, genau. Jetzt. Ah, wir haben was gemacht. Guck dir das an. Nee. Das war ja wohl logisch. Scheißegal, wie lange es dauert. Schnell. Das war ja wohl richtig logisch. Da rein jetzt einfach? Ich glaube, ja. Scheiße, ich habe mich geirrt. Hä, aber wir hätten doch wirklich darüber gekonnt, oder? Ja, verstehe. Ich dachte auch nur, ich habe mich doch... Hier, guck mal, wir müssen vielleicht zu denen hier und... Nee, da komme ich auch nicht hin. Du hast nur einen Fehlsprung gemacht. Hä? Dann rutscht man ab, man muss hier auch noch irgendwas... Ja, dann müssen wir hier auch den Weg anmachen. Ja. Ja, das heißt... Also den hier. Ja, guck mal, den habe ich schon. Ja, der geht wieder weg. Lass das mal. Geh mal auf deinen drauf. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Jetzt. Auch nicht. Ah. Braucht einen dritten oder irgendwas, was man drauflegen kann. Ach, guck mal, hier, warte mal. Geh mal jetzt nach oben da, zu dem, wo ich... Ja. Genau. Ja. Vollkommen richtig. Fantastisch. Fantastic! Wir sind einfach ein gutes Team. Das Team war gewesen. Du hast mir gesagt, was ich machen muss. Ja, vorher hast du aber gesagt, da stehen.
Das war übrigens der, auf den ich dich auch geschickt habe. Okay. Ach du Scheiße, das ist mega verwirrend. Das sieht gut aus hier. Auf dem, der, wo ich stehe, der muss ja schon mal richtig sein. Und du musst dann oben links da auf den drauf gehen. Genau da. Okay. Ich dachte ohne Scheiß, das wäre vollkommen falsch. Wir sterben jetzt. Was? War ja eindeutig richtig. Ja. So, Hundo hat keinen Bock mehr. Weil es das Klappern hört, der ist auch hier. Oh, genau, wir werden hier noch von einem gefährlichen Raubtier attackiert. Alter! Auf nix. Ich raff jetzt auch gerade nix. Okay, jetzt okay, kommen wir hier mal hoch. Einfach. Okay. Ah, warte. Das, ja, ich bin's aber, ich muss dahin. Nee, gelb ist, können wir beide. Grün oder blau ist es spezifisch. Hier. Ja, ja, ich geh's, du, ja genau. Warte, ich sag dir nochmal, wenn. Genau, das ist genau richtig. Und jetzt kann ich. Nee. Du drehst nur das obere, das war noch nicht richtig. Ich muss erstmal auf das gelbe hier rüber gehen. Oder? Nee. Dadurch, dass du nicht mehr drauf bist, raff ich halt gar nicht mehr, was abgeht. Ja, genau. Ich dreh mal wieder zurück. Genau. Zurück, weiter? Weiter zurück? Weiter. Stopp! Warum gehst du jetzt wieder auf den Boden zurück? Ich gehe nicht auf den Boden zurück, doch, aber du kannst es ja jetzt wieder nehmen, um da hoch. Nein, wenn ich loslasse, dreht es sich. Ach so. Das habe ich dir gerade schon gesagt. Da habe ich nicht zugehört. Deshalb habe ich dir doch auch gesagt, dass du darüber gehen sollst. Deshalb habe ich es doch dahin gedreht. Ja, dann dreh noch mal weiter. Ja, ich raff aber jetzt gerade nicht mehr, wo hier was ist. So. Musst du nicht dahin? Ja, irgendwie, jetzt, ne? Ich so, warte. Ich krieg das schon hin. Ich muss nur wissen, wo ich hin muss. Hund, geh mir nicht auf die Nüsse. Zu schnell. Schnell. Warte, ich muss hier es ganz weiter drehen. Nein, ich mach das schon. Bleib mal da, wo du bist. Okay, du meinst, dass du es jetzt einmal so rumdrehst, dass du dann, verstehe. Nur wissen, wo ich... Nee, geht nicht so schnell. Schaff's. Komm ich nicht. Kann ich nicht. Da muss ich doch mit dem Blauen irgendwas machen, oder? Musst du was mit dem Blauen machen? Ich hol dich mal. Okay, warte. Ah, jetzt ist zu spät, jetzt muss ich wieder ganz weg. So. Du kommst nicht da, ne? Ich weiß gar nicht, was der Hund will. Was willst du machen? Er ist gerade in meinem Bild zu sehen. Hunde, was machst du? Was machst du hier? Du magst es nicht, wenn wir hier so nah vom Monitor sitzen und keiner kümmert sich um dich. Das tut uns leid, wir müssen einmal ganz kurz hier den Hund streicheln, aber. Da. Da kommt die Schnute an. Das ist Hundeschnute hier. Was machst du da? Ja, einfach hinter mir im Stuhl zu sehen war. So, jetzt ist die Frage: Was kann ich mit dem Blauen machen? Weiß ich nicht. Mach mal erst. Guck mal, da kannst du hin. Ja, komm, hier. Wo ist das blaue Ding? Da. Ja, guck mal, du musst das blaue drehen, damit ich von hier dort drauf komme, ne? Genau. Irgendwie. Ah, okay, dreh's mal zurück. Guck mal, wie weit du es drehen. Nein, guck mal eben kurz, wie weit du es drehen kannst. Kannst du es bis zum gelben drehen? Ich glaube, ja. Da musst du mit gleich dahin. Alles klar. So, einen Moment. Ja. Ach, warte mal. Ach, wie cool ist das denn bitte? Ja, ich muss jetzt. Dann kann ich jetzt hier wieder loslassen, nämlich. Ich drehe jetzt das Gelbe im Insgesamten, glaube ich. So, jetzt gucken wir mal, was mit dem Gelben passiert. Ah. Ich drehe dir das jetzt irgendwo hin. Sag mal, wohin? Da, ne? Ja, genau. So. Jetzt muss ich dich woanders hindrehen. So, ich bin drauf. Warte, ich gucke einmal. Ja, genau, Blauen. Hier drauf zum Blauen. Ja, okay. Super, jetzt können wir hier hoch. Rennen gegen die Zeit. Jetzt bin ich fast runtergelaufen, ich Trottel, ey. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich zusammen. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch aus, als wäre es richtig. Die Regenbogenstufe okay. Von Mario. Was macht der Hund da? Der Hund schwimmt da hinten rum. Das wäre eigentlich doch fast interessanter, als das, was wir hier machen. Guck mal, der Hase da. Linfer. Ich möchte dem Hasen mit dem Bleistift ins Auge stechen. Ich hab Kot gekotzt. Das ist ja krass. Knetekot. Komisch riecht das.
There she is, the elephant. Alter, gegen den müssen wir kämpfen. Genau, der Elefant, es gibt auch für alle, die es zum ersten Mal sehen, es gibt auch tatsächlich immer einen Endboss-Fight. Und die sind auch immer anders übrigens. Und ich schätze auch, der Elefant wird den Endboss hier markieren. Are you not the only one in the family who can build cool stuff? Oh, really? Yeah, really. And that thing right over there, that'll take us straight there. You're sure? Yes, I am sure. Would you just trust me? Und wie kommt mir seine Stimme so bekannt vor? Haben wir schon mal geguckt, ob das ein bekannterer Sprecher ist? Nee, ich weiß, woher du ihn kennst. Von den ersten beiden Spielsessions. Haben wir nicht sogar schon drei? We have to lift the barrier first. Do those dolls control it? Have to lift the barrier first. Idokili. Das ist die dritte Spielsession. Ja. So, hier kann ich was machen. Ach, guck mal, den kann ich schon mal. Das ist doch hier auch derjenige, der die Schranke bedienen müsste, oder? Das stimmt, ja. Du musst ihn da draufsetzen. Ja. Da unten. Runter. Da, wo dein gelber Punkt leuchtet, Mann. Dahin. Oh, da komme ich nicht rein. So, kann man jetzt den Knopf betätigen? Ah, ich habe ihn wieder. Erstmal gucken, was das hier ist, ey. Was passiert denn hier alles? Was ist mit dem Hund los? Der fühlt sich ignoriert. Recht. So. Da ist ein anderes Männchen. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Männchen. Nein! So, wo muss der rein? Aber welchen brauchen wir hier? Ich habe hier einen Polizisten. So, ich habe hier eine Passantin, wie es aussieht. Seine muss ja nicht hier hin, oder? Hier muss doch ein bisschen der Polizist hin, wo ich jetzt gerade hingucke, oder? Kann sein. Warum? Weil er da ist, da der Verkehr oder ist? Ah, weißt du was? Ich glaube, ich habe. Warte mal. Ja, genau, das ist der Verkehr. Der Typ mit dem Hebel, der muss hier dran. Ja, warte, dann hole ich den. Genau. Hin. Das ist so die Batterie, da muss doch der Typ mit dem Hebel dran. Genau, jetzt packe ich mal diese Person hier dran. Oh, ich kann mit der gar nichts machen. Ach, hier ablegen. So. Nein. Bin ich da drin jetzt? Ja, mit. Jetzt. Looks like it's working. I bet there's more. Guck mal, es war richtig. Polizist hier. Nee, warte mal. Aber die Schranke geht nicht rauf. Das ist doch hier richtig für den Polizisten, für den Verkehrspolizisten, oder? Oder muss tatsächlich doch der Hebelmensch hier dran? Aber der Hebelmensch, das... Aber sie hat doch gesagt, es sieht so aus, als ob es funktioniert. Ja. Oh Gott, ich bin da in der Matroschka drin. Let me out, you dumb dolls! Help! Komm mal, ob ich dir helfen kann. So, jetzt bin ich raus. Ach, du bist schon raus. Okay, ja, aber verstehe jetzt nicht so ganz hier mit denen, die da sind. Well, that's not how chimneys work. Der Polizist vielleicht hier hin, weil der Polizist pfeift doch, wer nach links und nach rechts muss, oder nicht, welcher Weg freigegeben wird. Ehrlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Frau macht, die du da reingepackt hast. Ja, zack. Okay. Ja, das ist frei. Aber jetzt müssen wir die Schranke noch hoch machen, irgendwie. Warte, hier ist auch noch eine Person. Oh. Der Typ mit dem. Guck mal, die Frau ist jetzt in den Polizisten mit verliebt. Der Typ mit der gelben Krawatte und dem lila Jackett hier. Ja. Guck mal kurz danach, ich helfe mal dem Hund runter, der kommt nicht so gut. Ja, die Treppe hier runter. Hier kann ich. Ah nein, ich Idiot! So, was kann ich denn hier mit dem. Ah, okay, da kann ich nur da reingucken, oder was? Bin jetzt hier an irgendeine Art Fernglas gekommen. Aha. Was mit dem Typen? Ja, den kann ich jetzt mal mitbringen. Haben wir denn irgendwo noch Stellen, wo noch Leute drauf müssen? Ich glaube nicht. Vielleicht ist ein Mensch nur ein Fake. Aber der Polizist und der Hebeltypen, die müssen doch echt... Guck mal hier vorne, ob hier noch was... Weißt du, was hier erstmal falsch ist? Der Polizist muss bestimmt... Mal dann freigeben, dass wir dahin dürfen. Ich hol's mal den hier rein. Der Frau lenkt den Polizisten nur ab. Willst du nicht eigentlich irgendwo mal Y aufbauen? Okay, guck doch mal mit der Kamera richtig. Runter. Auch nicht.
Kannst du auch deinen bestimmt da draufsetzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da drauf gehen, oder? Also, da wie ich hier stehe. Immer nicht. Boah, jetzt. Ja, ich will mir den noch nur angucken. Ja, ja, genau. So, die beiden müssen sich gegenüber anschauen, Frauentyp. Hast du den jetzt echt nur, um was zu beweisen, nochmal rausgeholt? Alright, now we just need someone to work the gate. Okay, da muss jetzt der. Ah, da muss der Hebeltyp rein. Der Polizist muss nämlich doch hier hin. Der Hebeltyp hat das Ding doch überhaupt erst umgestellt, Jörn. Aber vielleicht muss er jetzt dann auch nochmal da rein. Das kann ja sein. Nee, diese war richtig. Oh, wir dürfen nicht rausfliegen, nicht zu viel. This doesn't look like the way to the castle. I told you to trust me. Wie du mich so hochschleuderst. Ja. Wenn's aufwärts geht, guck mal, das ist auch hier. Wenn es aufwärts geht, müssen wir ein bisschen fester drücken. Ja. Das haben wir noch in der Show. Boah, sieht cool aus, ne? Mega cool. Boah, das ist schon echt cool. Das sieht schön aus. Sleeping Dinosaur? Ach, ich mag diesen englischen Dialekt, ne? Oh, whatever. Let's just find a way to clear the track. What? How? Maybe that one can help us. Oh, guck mal da. Ein Saurier. Sowas gab's doch gar nicht. Ein Lümmelsaurus. Langen Hals und dann aber mit so komischen Spikes und so. Das ist der Spinosaurus. Ja. Okay, da passt. Okay. Wollen wir mit den Eumeln irgendwas machen? Das ist auch doof. Vielleicht kann man hier auf den Kopf. Nee, komm ich gar nicht drauf. Nicht. Nee. Geh mich mal hier weiter. Okay, ich geh mal zu dem hier, zu dem Einheitsmann. Da ist nämlich auch was zum Drücken. Mach mal. I'll handle the big one. You go with the small red one on the platform. Ah, warte mal. Hier, warte. Ich muss auf das Ding da irgendwie drauf. Runter und hoch. So, okay. Dann mach erstmal runter, damit ich raufkomme. Genau. Hier komme ich nicht rauf. Mit dem Schwanz, den kannst du auch runter und hoch machen, nee, oder? Nee, ich kann ihn nur nach links und rechts bewegen, hier so. Ach so. Und hoch. Nein, und geh mal. Achso, nur rauf und runter und nach links und rechts, genau. Auch nicht nach vorne. Doch, du kannst so nach vorne gehen und sowas. Ja, du musst das da rauf und jetzt Y. Mal Y. Jetzt bewegst du das. In den Hebel gebissen. Du musst da hin und musst den Weg hochklettern. Ja. Muss ich jetzt mal? Willst du das auch zerstören? Jetzt musst du. Hey, warte mal. Nee, warte mal, das war falsch dann, ne? Aber wenn ich das... Kannst du das erstmal da wegziehen? Das rechte? Das muss ich erst wegziehen, danach kann ich das erst umdrehen. Oder so. So, mach erstmal das da. Da beiß mal rein, genau. Ah, nee. Nein, du musst mir das hier hinbringen. Kannst du das nach links bringen? Nee, ich kann mich nicht nach links und rechts bewegen, wenn ich das habe. Ich kann das nur hoch und runter bewegen. Okay. Ich, dann lass es los und nimm das links daneben. Das kann ich nach links und rechts bewegen, alles klar. Okay, jetzt bring mich rüber. Ich hab nicht gesehen, dass man das auch bewegt. Genau. So, warte mal. Dann auch? Ja, jetzt kommt. War dumm. War falsch. Ich komme da nicht rüber. Bin ich mal wieder runter. Auf dass ich das überhaupt machen konnte, das oder? Das ist jetzt komisch, ne? Ja. Jetzt bist du aber hier runter müssen wahrscheinlich, ne? Was passiert?
Nein. Du hast, warte mal, du hast das eine zumindest umgedreht. Du musst das jetzt schon mal näher nach links bringen. Ja, okay, warte mal. Das jetzt näher nach links. Genau. Ah, oh, das kann ich nicht nach links bringen, das ist blockiert, okay. Ich kann es nur nach rechts bewegen. Okay, ja, dann muss es da bleiben, wo es erstmal ist, dann... So, da musst du mich erst einmal rüberschieben, also erstmal nach oben. Kann ich jetzt nicht. Warum nicht? Weil du das Ding umgedreht hast. Ah, okay. Oh. Oh. Jetzt wird es allerdings ein bisschen tricky, weil jetzt kann ich das Ding hier nicht bewegen. Oh. Vorher kann ich damit auch nichts machen, ne? Weil ich nur unten jetzt. Achso, das kann ich nur. Bring mich nochmal runter. Wir verlieren ja jetzt erstmal nichts. Wenn ich. Achso, jetzt kannst du mich raufbringen, ne? Genau, und jetzt kann ich das hier rüberbringen, aber jetzt ist die Frage, bis es weitergeht. Da kannst du nämlich nichts aufbauen. Ah. Ich kann aber auch nichts machen, sonst weiter. Nein! Oh, da runterplumpsen. Jetzt bist du wieder da. Ich muss es wieder hier hinholen. Ah! Guck mal, wenn ich das festhalte. Guck mal. Dann passiert das nicht. Genau. Alles klar. Dann. Ja, warte. Nachdem ganz rechts, genau, das festhalten. Scheiße, nein. Wir müssen erstmal das ganz links auch noch mit dem in Einklang bringen. Ja. Halt erstmal das fest, genau. So, jetzt sind die in Einklang. Ja, lass mal los. Nein. Mal los und okay. Jetzt halt das fest, damit alle drei in Einklang sind. So, okay, jetzt kannst du loslassen. Klar. Als wäre ich fast in die falsche Richtung gegangen, weil ich auf dein Bildschirm geguckt habe und da links gegangen bin. Kommst du rüber, ja? Ja, ja. Checken, dass man alle Füße auch kapiert. Okay. Ja, I'm alright. Kann ich jetzt hier. Ah, ja, guck mal. Kannst du da hochspringen? Ja, klar. Muss aber jetzt. Ja. 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 Oh. Ja. Nicht so schnell loslassen. Ich werde erst mal gucken, was wir machen müssen. Du musst das jetzt gleich ganz schnell packen, nach unten ziehen. Ne? Oh, okay, das bedeutet. Lass mal noch nicht los, lass mich erstmal rauf jetzt. Und das dann bedeutet, musst du springen und ich muss loslassen gleichzeitig. Ich muss links lang springen halt und dann an die Wand und dann rutsche ich die Wand runter, genau. Okay? Das müssen wir relativ gleichzeitig also jetzt, machen. Warte, Achtung, auf los. Nach los oder auf los? Los und dann springen. Auf los, mal auf los. Auf los gleich. Achtung, fertig, los. Easy. Wo muss ich jetzt hin? Ah, jetzt musst achso, du ja, da okay. Weiter, jetzt musst du da runter, ja, perfekt. Okay, der muss einfach durchspringen, da kann ich nichts machen, glaube ich. Genau. Ich kann das hier jetzt benutzen. Hm? Was bringt denn da mal hier? Ja. Ah. War es so weit nach oben wie möglich dann, siehst du? Komm mal. Okay, warte. Ja, hat geklappt, sehr gut. Ja, das hat geklappt. Und jetzt? Ist hier ein neuer, den kann ich auch machen. Achso, du kannst mich dann nach oben fahren, ne? Das Geräusch. Oh, der arme Sau. Ja, ja. War ich nur schlafen. Sorry, Mr. Dino, nothing personal. Der Dino-Monger. Whoa, dude. Maybe try a mint, okay? Just out of geil, das ist ein Spielzeug, das haben wir. Das geht weiter.
Cody, why do I smell smoke? Smoke? I don't smell anything. Your nose has always been sensitive. Und jetzt ist ein Drachen, ne? So why do I see fire ahead? Ach, ich dachte schon, wir hatten jetzt schlechtes auch. Timing drauf. Dachte ich nämlich auch jetzt. Aber es scheint völlig egal zu sein. Was haben die ihre Tochter für Spielsachen? Drachenbord. Da ist explodiert, ein Feuer. Playmobil Ritter. Doppelmoor. Hat das bei dir damals gebrannt, was du für Spiel hast? Ja, ich habe die ständig angezündet. Wie hast du denn sonst neue gekriegt? Die verschluckt. Weiß gar nicht, wie oft ich im Krankenhaus war. I feel like a hamster. All the toys that I bought Rose are finally coming in handy. Yeah, like that one over there. Geil, ein Riesenkrake. Der hat sogar einen Piratenhut auf. It's just a silly toy. Yeah, right. Er freut sich drüber. So. Oh, jetzt müssen wir steuern. Okay, RT. RT schießt. Ah, okay, du kannst die Kanonenkugel auch halten. Wenn du nach vorne drückst, bewegst du das Rad. Dann okay. Da müssen wir jetzt drauf schießen. Warte, du bleibst mal stehen und genau. Ja. Lass mal, genau, jetzt bleib mal stehen, wir schießen jetzt auf den Turm da. Jetzt musst du... Genau. Zack. Lass mal rechts aus dem Cannonball! Move! So. Oh, ein bisschen näher dran. They've got cannons too! Mach mal ein bisschen. Get out of our way! Ach, guck mal, da kommen wir direkt. Oh, was ist das denn? Da können wir bestimmt auf die Raketen dann sofort schießen, oder? Und dann. Mach ein bisschen genau. How are they even operating those things? Ja, sehr gut. Ich bin der Jörn. Du hast gesagt, jetzt nur ich. Links. Und erst auf die rechts. Können ja nicht immer gleichzeitig. Jetzt du, jetzt nur du. Ist das okay, wenn ich das sage? So, jetzt müssen wir da das Tür. Genau, jetzt wieder auf die. Genau, jetzt wieder nur du. Jetzt wird zusammen. Warum sagst du eigentlich immer nur du oder sowas? Weil wir können ja immer zusammenschießen. Ja, es geht mir um das Steuern, wer jetzt gerade das Rad bewegt. Links oder rechts? Geht nur in Richtung. Wir müssen jetzt gegen das Vieh kämpfen, gegen den Großen. Oh, wir werden hier eingesperrt. Oh, da kommen sie mit ihren Piratenschiffen. Erstmal nur gegen die Pimmelräume hier. Piratenkragen. Erstmal den rechts hier. Warte, ich ziehe rüber, genau. Dann haben wir schon mal jetzt mal du. Jetzt mal durch hier. Aber oh, muss ich. Don't sink our boat! Watch where we're going! So, können wir eigentlich rückwärts? Nee. Ja. Ich habe rückwärts bewegt. Haben wir schnell entschieden. Boom! You're out of here! Watch where we're going! Ach, scheiße. Careful, don't sink our boat! Get out of our way! Ja, aber jetzt verfolgt können wir, genau. Collaboration. Oh, das gibt eine richtig fette Explosion. Ja, ja. Danach kommt der Riesentintenfisch hier. Wow! I felt the heat of that one. Können wir die Pinguine abknallen? Ja, wir knallen die ab. Können wir die abknallen?
Schnall die ab, die Schweine. Jawoll. Wir können die wirklich abschießen. Wie geil ist das denn? Nice, ey. Ja. Also Raketenpinguine. Lassen will ich die Urfeinde. Bringen sie auch auf unserem Territorium. Penguins. Okay, ja. Erstmal da rumgehen. Genau, jetzt wird's. Oh! Das war's. Maybe it's just doing some stretching. Das hören uns. Oh, geschossen. Schießen ist mein natürlicher Instinkt. Pow! Pow! Fuck! Bin ich nicht erwischt? That was not nice! Da links. Wo willst du hin? Nach links. Weil du hast nicht mitgelenkt. Wir müssen doch hier weiterfahren und gegen ihn kämpfen. Ja, der kommt doch gleich wieder rauf im Meer. Nur das Tor oder was? Guck mal da. Ach, da ist das andere. Er sieht gar nicht so unfreundlich aus, ne? Er sieht mehr. Aber die sehen ja alle nicht so unfreundlich aus, die ganzen Tiere, gegen die man bisher gekämpft hat, oder? Werkzeugkisten. Don't listen to her. You are super cute. Guck mal, sieht mir so. Er sieht aus, als ob er gerade aufgewacht wäre. Ja, oh, jetzt hat er Musik. Ich glaube noch direkt gegen den, ey. Gegen ihn schon so langsam. Okay. Der Elefant kommt auch noch. Shoot our way out! Oh, auf die Tentakel! Nein, zu weit! Na links! Ja, ich bewege mich ja. Jetzt wäre er in die Pfanne. Aber die hatten ja bisher immer, glaube ich, zwei oder drei Phasen hier. Ja, ja, ne? Mehrere oder sowas. Sauber. Das ist so scheiße. Das ist nur für Anfänger. Ist er da schon runter? Wir hätten noch keine neue Phase gestartet. Jetzt. Jetzt. Hey, nicht machen. Oh, wir müssen. er schickt Quietsche-Entchen mit Dynamit. Alter, er ist wie so ein hier, Pinguin bei Batman oder so als Gegner. Ja, links. Geschafft. Ich will den Tag drauf. Links. Ich will den Tag von dem Abend rum, aber bisher finde ich mit meinen Endgegnern irgendwie am einfachsten. Oh ja, jetzt kommen seine Gehilfen. Oh, das war jetzt geil, dass er die Schlange direkt vor uns rausgeholt hat. Ja, ja, that's what she said. Ja, ja, ich weiß. Rechts? Ja, noch nicht rechts. Da ist hier so ein kleiner Gehilfen. Ja, aber der macht doch nichts. Ist doch voll easy gerade. Boah. Geht so, oder? Ja, vielleicht. Now I'm starting to feel sick too. Just don't throw up now. Oh, shut up and keep shooting. Jetzt machen wir den Mach. Ja, wenn das Tentakel-Ding da rauskommt, ist es noch besser, wenn nicht. Der zieht uns wenigstens noch Energie ab sonst. Ah, oh, legen das mal in die Tentakel, oder? Ja, ja. Aber jetzt auf das große Ding. Zusammen. Au, Alter. Ja, mega easy. Den Kampf fand ich echt leicht. Also mega easy Pupisi. Da waren schon ein paar Endboss-Kämpfe bei, wo ich sagen muss, Hut ab. Das stimmt. Aber der Oktopus, der war nicht so schwer. Das war aber auch ein Oktokater. Das war wahrscheinlich auch nur. Da wahrscheinlich auch nur so eine Art Zwischengegner, weil wahrscheinlich wird ja der Elefant hier, der. Ja, oder sein. Ja, weiß ich nicht. Oder wir holen den Elefanten jetzt. Dass der Elefant nett ist und ja. Sich freut, dass wir ihn retten. So, Elefanten sind doch immer nett. Ja. Der Benjamin Blümchen an. Ich finde gut, dass du sagst, Elefanten sind immer nett und dann das Beispiel von einem Elefanten nennst. Dumbo!
Für die Entendecke. Ja, das ist auch cool, dass wir ausgenutzt. Okay, jetzt kommt die Halloween-Welt hier. Geisterpiraten. Alter, das Geld. Kirkus. Oh nee, Killer-Clowns. Wir müssen gar nicht drücken, oder? Da steht überhaupt nichts mit Y. Wir drücken einfach die ganze Zeit. Die haben mich einfach abgerichtet. The bridge isn't supposed to be up. Gosh, it's winched by a balloon. Hey, that's Rose's balloon. Oh, yeah, I hate that creepy balloon. Why'd you have to buy her that? Now we can't get to the elephant. There must be a way to lower that bridge. Oh. Hey there. Hey. The bridge is only lowered for visitors to the... Da ist er. Stephen oh, good, King's. We are visiting the castle. Are you here to see Clowns sind immer beliebt, ne? Ja. Wer mag keine Clowns? Ich. Wer sagt, Clowns sind gruselig? Ich. Oh, Rose's best friend, Cutie. The elephant over there. Ich. Well, that's the queen. Jetzt lass uns doch einfach zum Elefanten durch, du scheiß Clown. Echt mal, ohne Scheiß. Wir wollen Benjamin Blümchen holen. Er hat gesagt, that's the queen. Also es ist wohl eher Benjamina Blümchen. Benjamina, du lieber Elefant. Entsprechend und bist überall bekannt. Das war, ey, Benjamin Blümchen war noch viel geiler, als es noch war. Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Steckt die Beine in den Himmel neben ihm. Da steht ein Zwerg. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto. Und der Berg ein Elefant. Er ist freundlich und kann sprechen und ist überall bekannt. Ich kann auch ein bisschen von dem Text. Er liegt gerne in der Sonne. Um ihn rum, da schwirren Bienchen. Bienenchen, genau. Nein, das bin ja ich, Benjamin Blümchen. So, was muss ich hier machen? Einmal drauf. Okay, ich hab hier was. Ah, okay, alles klar. Ah, okay, falsch. Geh nochmal zurück und dann mach ich das nochmal. Nee, wir müssen das erstmal ausprobieren. So, ist ja alles gut. Komm mal rein. Und renn schnell nach rechts jetzt gleich. Du wirst bestimmt da rechts irgendwas machen müssen. Ach, fuck. Ja, war doof. Komm nochmal. Machen wir nochmal. Wir haben ja unendlich Bälle. Warst du mal zu schnell? Verdammt! Dum, 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 dum. Was musst du da machen? Ja, warum ist hier noch? Ne? Schieben. Ach. Wir sind nicht zu dritt oder so. Weil ich näher auf der anderen Seite dran bin. Vielleicht wäre es besser, du gehst an und schiebst gleich. Aber keine Ahnung. Was ich, ja, vielleicht ist es wirklich so. Moment, schnell. Na, jetzt warst du's. Ich hab nichts gemacht. Ich bin echt so einen Schritt gegangen. Na, egal. Ja, das dachte ich vorhin auch, aber der fällt dann sofort runter. So, jetzt. Oh Mann, der war doch schon drauf, das ey. Das finde ich auch. Betrug. Betrug. Du betrügst uns. Betrug ist das. Das war Betrug. Schummelbude. Ja. Jetzt aber. Und dann musst du... Ja, habe ich versucht. Habe genau. Ich auch gemacht. Ah, okay, aber alles klar. Wir haben jetzt die Ich hab's doch geschafft, oder nicht? Nee, haben wir nicht. Hä? War zu spät, wir müssen es nochmal machen. Nein! Der ist da drin gewesen. So. Sag doch, wir haben es geschafft. Ich hab's doch gemacht. Jetzt mach ich. Ich drück erstmal drauf und guck mal, was passiert. Okay, let's get this ball rolling then. Ah, okay, dann muss ich gehen. Look at the seals! How cute! Muss ich machen. Gehen. Okay. Ja, der Ball ist ja schon weg. Wo ist er denn? Schon. Hä? Schon runtergefallen. Ich hab's nicht gesehen, deshalb. Ach, wie kann der denn da runterfallen? Du musst ja nur so stehen bleiben. Ja, aber ich war. Steht da. So, jetzt mach ich's. Dann hab ich ihn zu früh abgeworfen. Ich hätte ja gar nicht rüberfahren müssen dann. Mach mal, wenn du bereit bist. Jetzt bin ich bereit. Ich lasse ihn jetzt rüber, ne? Hey, that's our ball. Hey, ihr blöden Robben. Come on, let's get it. Scheiße, okay. Ich weiß gar nicht, wo der Mann ist. Nein, ich hab's doch eigentlich geschafft, ey. So eine Wichse.
komme ich wieder hier rauf? Über die Wagen? Boah, ich bin jetzt zwar nicht drauf. Nix, ey. Oh, ich muss mich mit der Kanone. Ich verstehe gar nichts. Die Mumie ist bereits hinter ihm. Ey, muss ich mich davor hauen oder was mache ich jetzt? Ich dachte, Luftballon muss man zerschießen. Ach, du warst das? Ja, ich war das. Aber was soll man machen? Wo müssen wir denn hin? Da sind ja noch mehrere. Guck mal, der hinten öffnet sich zum Beispiel immer. Ja, der öffnet sich immer. Das könnte sein, dass das der richtige ist. Gehen wir nochmal rein. Selber. Kannst du die ausrichten? Ja, du richtest sie aus. Ja, ich richte die aus. Okay. Jetzt gleich geht's zu. Ich schieße dich jetzt noch nicht. Jetzt warten wir erstmal einen ab, ne? Wir warten erstmal einen ab. Jetzt? Ja, gut. Ah, du bist ganz gerade drauf geflogen. Nee, ich war zu hoch. Ich muss einen Ticken weiter runter, glaube ich. Und zwar. Ja, aber du. So. Ich schwöre dir, du wärst drauf geflogen. Nee, ich glaube nicht. Halt, aber, ja, aber du hast nach links weggelenkt danach noch. Du hast es doch noch ja, bewegt aber danach. Das war nicht richtig. Okay, wir haben es getroffen, das war trotzdem nicht richtig. Ja, doch, okay. Doch, das ist richtig. Jetzt müssen wir den letzten. Einen haben wir schon, jetzt müssen wir den letzten noch treffen, okay. Und der ist in der, macht man das? Du musst ja durchs Gitter wahrscheinlich durch. Das müsste doch eigentlich gehen. Soll ich, sag wann? Jetzt. Ja. Komm ich da gar nicht durch? Das ist die Frage. So aus. Frage, wo man dann doch noch hin könnte. Da unten ist es. Okay, das stirbt man. Das ist der Tod. Ah. Vielleicht. Ja, doch. Oh, das war gar nicht das, was ich wollte. Oh, jetzt habe ich einfach geschossen. Wow, ja. Also Fetti passt nicht durch. Gibt's. Von hier gibt's keine Knarre oder sowas, ne? Oh. Okay. So, also mittiger, guck mal, jetzt bin ich genau in der Mitte. Mittiger geht's aber nicht. Aber wann soll ich schießen? Schieß erstmal jetzt, wir gucken jetzt, ob ich da überhaupt durchpasse. Weil wenn ich da jetzt nicht durchfliege, dann passe ich da nicht durch. Ne, dann passe ich da auch nicht durch. Müssen irgendwas anderes dann müssen wir irgendwas anderes machen. Oh, guck mal, da oben ist ein Hammer. Was kann der denn? Ja, das kommt runter, nachdem die Ballons kaputt sind. Ja, okay. Damit können wir auch nichts machen. Auf die dumme Robbe hier? Die Robbe hat den Ball rübergeschmissen. Die Robbe hat ihre Aktion schon erledigt. Wir müssen ihrem. Ach. Kann ich irgendwo gegen Bande? Guck mal, was ist dahinter? Hinter aus meiner Sichtweise. Siehst du das? Ja? Nach links weiter. Guck mal da sind doch so Hände. Was soll das? Guck mal da drüber. Oh, wir schießen. Weil sind doch nicht umsonst solche Hände. Mal gegen die Hände schießen. Darüber kommen wir nicht, ne? Nee, da, kommen nee, da müssen wir ja hin. Da kommen wir erst hin, nachdem wir das hier erledigt haben. Ich würde ja, hinter ist irgendwas. Da aber weiter. So. Ist ja erst recht vor die Wand. Ja, ich dachte, dass ich vielleicht da mehr wo. Mehr aber du bist doch gerade schon da gegen die Wand da hinten. Ja, aber ich weiß doch nicht, was das hier für eine Physik ist. Weil weiter mach unten doch mal gegen die, ziel doch mal gegen die Hände. Ah, die Dinger, das sind doch Hände, oder nicht? Hat nichts gebracht, aber du kommst dran. Aber da ist doch irgendwas hinter. Was soll das denn? Das ist doch nicht umsonst da. Ist hier irgendwas, wo ich abbouncen kann oder sonst was? Also wir kommen nicht durch die Gitterstäbe. So viel wissen wir schon mal. Ey, was ist, wenn wir das hier vor uns... Kann ich dich einmal davor ballern? Einfach mal hier vor. Davor. Da, ja. Ich hatte die Hoffnung, dass es umkippt. Weißt du? Was ist, wenn wir dich jetzt durch das Loch durchschießen, wenn es aufgeht und nichts mehr drin ist? Was? Lass es einmal zugehen? Ja, genau. Wir warten einmal ab. So, jetzt. Das hat gut geklappt, ey. Warte. Ticken. So, ja. Sehr gut. Müsste passen. Passt auch nicht. Das ist ein Ticken noch. Ein Ticken noch, sag ich dir. Nochmal zwei Ticken. Das müsste jetzt aber passen. Ich lenk auch noch da... Ah, Mann, ey!
Jetzt aber. Ey, wir müssen in die Richtung schießen und muss einfach nur nach rechts lenken jetzt. Ich glaube auch. Ja. Das war auch, glaube ich, schon sogar schon richtig, ja. Schieß einfach und. Ja, guck mal an. Boom. Ja. Da ist der Typ, der drauf haut. Ganz so dumm ist es nicht, wir haben es ja irgendwann geschnallt. Ja. Ich meine, wir sind so dumm. Ja, guck mal da. Darüber. Da. Ja. Ja. Wo ist er? jetzt kann ich das machen. Oh Gott. Hop on! Okay, du musst gegensteuern. Ich muss das balancieren. Whoa, May! Watch it! Ja, das war schon alles richtig. Ich muss halt nur aufpassen, dass wir nicht. Nice. Alter. Boah, okay, und jetzt muss ich hier runter. Sauber. Boah, das war nicht einfach, ey. Nochmal. Oh, jetzt machen wir hier Salto Mortale, ja? Warte, muss ich hier schon Nummer wahrscheinlich? Ich muss das auf der anderen Seite angeben dann. Genau. Jetzt wird's lustig, okay. Jetzt wird's lustig. Ich hab Zirkus schon immer gehasst ohne Kack. Also ich muss das mit RT abwerfen und du musst es dann fangen. Ja, wir sind aber noch nicht so richtig. So, jetzt nochmal. Jetzt wird's schon besser. Ja. Ja. Ah, das war noch nicht. Aber vielleicht nochmal. Jetzt haben wir es, glaube ich. Und jetzt. Ah, ich hab. Nächstes Mal. Aber. Ja, hab's. Da oben reinwerfen. Aber. Also echt ein, ich muss sagen, das ist wirklich ein geiles Spiel. Einfach nur weil die, genau, da musst du einfach nur drauf. Ah, ich dachte, die bouncen nach oben. Haben sie nicht gemacht, die Schweine. Jetzt hast du mir weggenommen. Ja, so bin ich. Deswegen will ich mich auch scheiden lassen. Das ist unser Kind. Hä? Wohin? So. Ach, nee, da geht's auch nicht. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ach, ganz viele Ballons. All right, we made it. Now to the slingshot. Was ist der letzte kaputt gegangen? Bei mir ist auch einer. Ach, sieh so, okay. Ist die Frage, wohin? Erstmal nach hinten ziehen, oder? Ja, oh Gott. Weiter nach links vielleicht? Also zu. Okay. Ach, wir können das gar nicht in eine Richtung machen, ne? Okay, alles klar. Aber nur da hinten und dann auf B. Oh. Ich hätte gerne noch ein bisschen die Clownfresse noch ein bisschen länger gesehen. Das sah jetzt ein bisschen einschläfernd aus. Ja. Ne? We will. Thanks for your help. Yeah, thanks a lot. Let's get to the castle. Thanks a lot. Oh. Ja. Ja. Da geht die wilde Luzi. Der Jörn seinen Unfall hier repariert hat. Nichts passiert. Ist nichts los. Besabber mich nur ständig. Na, warte. Aber auf einmal ist die. Oh, hier kann man auch noch was machen. Ach nee, hier sind wir doch gestartet, ne? Ja, jetzt können wir hier weiterfahren, bestimmt. Einfach nur. Ja, hier weiterfahren. Achoo. Ich finde das so witzig. Ja, siehst du, ich habe nämlich aufgehört und dann. Boah, ey. Zeigt das bloß irgendwann nicht mehr an. Wie abwechslungsreich allein diese Passage ist, ne? Mit diesen Oktopus-Piraten jetzt ein Zirkus-Ding. Ich finde, das könnte mal so ganz abwechslungsreich aufs Finish zugehen. Oh,
Straight to the castle, huh? Wir müssen nicht gegen ihn kämpfen. Na doch, der hasst uns, glaube ich. Hey, the elephant. She's a bear. Yeah, the gate must be nearby. Come on. Sieh dir doch an, das Terrorregime, das sie da unter sich hat. Scheiße. Eine böse Monarchin. Können wir die Pferde nehmen? Nee, können wir auch nicht. Nichts können wir machen. Ich will diese Knarren zurück, die wir hatten, als wir gegen die Wespen gekämpft haben. Ja, die waren geil. Wow. You and Rose built all of this? Okay, das ist... We sure did. It's not bad, Cody. Not bad. Zack, ich hab den auch umgeworfen hier. Den Ritter, echt? Ey. Ja, ich hab das Gefühl, dass man mit denen gar nichts machen kann. Ja, doch, man kann die umschmeißen, wenn man die so wie so ein Footballspieler wegtackelt. Geht's einfach durch. Nee, aber der hier langläuft, der Ritter da vorne. Alter, reiß ich jetzt deine Beine raus? Warum, um Himmels Willen, hab ich das getan? Weil du ein guter Mensch bist. Aber ich kann das wieder machen. Guck mal. This time I'll aim. Was ist der Sinn? Alter! Yeah. Okay, that makes sense. Man, you have the worst luck. Oh, no. Also ich weiß noch nicht, wo der hin muss. Das war er da am Anfang? Come on. War ich immer dasselbe mit dem? Ja, okay. Oh. Ich weiß irgendwie noch nicht so ganz... Ach, guck mal, hier ist was. Some kind of bird. So, das wäre nur so ein Minigame. Drücke den Vogel, um ihn zum Singen zu bringen, okay? My bird's gonna win. Whatever, my bird is better than your bird. Well, my bird is cuter. Bring it home. Well done, birdie. Das ist richtig schön. I got this. Ich bin sowas super schlecht. Auch, ich hab 0 Punkte. That's right. Da zeigt sich, wer hier immer Yakuza zockt, ey. I'm starting to get this music. Oh, we got this bird. Yeah! What the hell? Mann, was passiert hier? Easy. Wie kannst du das denn doch gewonnen haben? Wie herbe habe ich mich verdrückt am Ende, oder? Ich sag doch, ich bin mega schlecht und sowas. Ey, sobald da so ein paar Sachen auf einen Schlag sind, kann ich da gar nichts mehr machen. Ich raff dann überhaupt nicht mehr, was passiert. Wer ist hier der Yakuza-Spieler? Hast du dir eine Blase jetzt gedrückt, oder was? Ja, ey? Ja, das hab ich schon gezeigt. Zeigefinger benutzt. Ja, ich will das nicht sehen. Ja, ist egal, das will auch keiner wissen. Doch, alle wollen das wissen. Alle wollen wissen, wie es um mein Wohlbefinden steht. Müssen wir hier mit einer Bahn fahren, oder? Also, gehe ich richtig? Ja, ey, da bin ich auch gerade schon lang gegangen, aber ich habe. Wie macht's den Eindruck, als ob das nicht so richtig wäre? Nee, wir ne? müssen doch erst irgendwas freimachen. Ach nee, das ist der Ritter in Büschel, die ganze Zeit durch die Gegend gesperrt. Sticky! Hold on! No way! Ah, okay, den Ritter habe ich gerettet hier. Okay, guck mal hier, was ich mache. Ich stoße einen mit Domino um. Den habe ich getötet. Ich habe einen Ritter getötet. Sehr gut gemacht. Auch gut. Hier ist ein Space Launcher. Ah, der Ritter bleibt die ganze Zeit zickig. Ich habe gerade einen Ritter den gerettet. Den habe ich die ganze Zeit immer rumgeworfen. Da war noch ein zweiter und den habe ich gerettet. Ach, es gab davon noch einen? Ja, es gab noch einen. Der läuft jetzt inzwischen hier rum. Der ist jetzt nicht mehr in das sticky Zeug reingeflogen. Okay. Ja. Wir müssen irgendwie... Müssen wir die befreien, oder was? Müssen wir wahrscheinlich die Ritter befreien. Aber warum sollen wir die befreien? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Gimmick. Ich glaube, wir müssen da oben hin. Müssen wir vielleicht doch den Schienenweg langlaufen? Oder sind wir durch den Schienenweg angekommen? Ich habe das Gefühl, dass wir den Schienenweg freimachen müssen, um weiter mit der Dresine dann reinzufahren. Ist das Dresine? Dresine? Nicht Dresine? Rose left her paints out. Look at this mess. Hey! Wo bist du überhaupt? Ich bin irgendwann mit den Seilen woanders rübergegangen. Sehr gut. Was davon von dem? Außer, dass ich mit den Farben rumspritze. Ich treffe an. Ich hab was gesehen. Hier geht's höher. Das ist der Zug nur, aber der falsche. Aber, wie kommen wir da oben hin? Ja, okay.
Da komme ich da oben hin. Zack, jetzt bin ich hier oben. But there's got to be a way in. Was ist der hier dran? So, we've got this big crane here. I'm sure it could be useful for this gate. There's the castle gate. Up there. Du musst das da umwerfen, glaube ich, oder? Kannst du was damit machen? Er hat gerade was. Nee, ich kann jetzt auch nicht nach links und rechts schwingen. Ich kann das aber grad, kannst ich kann du nur rauf runter machen. Dann mach's mal runter. Das ist das. Weiter runter geht's nicht. Und das ist Max. Ja, warte. Das aber es war ganz oben, als du es genommen hast, oder nicht, ne? Dann machst du mal ganz nach unten jetzt einmal. Ja, so ist ganz unten. Weiter runter geht's. Er hat gerade irgendwas von einem Tor gesagt. Ach, guck mal, die Bowlingkugel können wir nehmen. Oh Gott. I'm going for a strike with this baby. Jetzt können wir das Tor nämlich an. Bist du eigentlich jetzt wirklich zu mir hingekommen, hey, man, oder? I got an idea. Let's go bowling. Bin zu dir hingekommen. Oder warst du auf einmal da, weil ich hier hingegangen bin? Nee, ich bin zu dir hingegangen. Warte. Ja. Na komm jetzt. Ich komm ja auch, aber ich verstehe ja genau. Kommst du mir hin? Nicht. Nein, ich war mir halt nicht sicher, ob das storybezogen war. Ach, wir müssen das gleichzeitig machen. Ja, nach hinten. Vorne. Vorne. Hinten. Hinten. Vorne. Vorne. Hinten. Vorne. Vorne. Das können wir auch zusammen machen, ey. One more! Zack. Ich habe mich gefragt, ob das, man echt das rumsuchen, ob das eine Story-Entscheidung war, dass du dazugekommen bist, weil ich mich entschieden habe, da oben hinzugehen, oder ob du selbst hinterhergekommen bist. Deshalb habe ich es gefragt. Weil ich mir nicht sicher war, was da gerade passiert ist. Der böse Lehnsherr. How dare you insult Cutie the Third, Queen of the Magic Castle! In short, Her Majesty. Oh, yes, we mean Her Majesty. Can you take us to her? It's kind of urgent. The Queen does not grant audience with peasants. Peasants? Whoa, whoa, back up. Who are you calling peasants there, buddy? Okay, I built this castle. All right, I even came up with the name Magic Castle. So if it wasn't for me, you wouldn't even be... behave! Excuse my underling, ma'am. Underling? Underling, yes. We are messengers from a land far, far away. We come with a very important letter for Her Majesty. Hand it over. Oh, well, we need to see Her Majesty in person. Why? Because they want to kill the Queen. What? No! Do you speak the truth? Of course, I never lie. I'm Dr. Jetzt sag mir nochmal, Alter, der sieht doch end aus wie dieser Typ aus Hawkeye und Breaking Bad. Du weißt immer noch nicht, wen ich meine, doch, oder? Ich weiß, wer der Fechter ist, aber ich kann mich nicht erinnern, den bei Better Call Saul gesehen. Das ist der Hauptantagonist aus der letzten Staffel gewesen von Better Call Saul. Achso, ernsthaft? Aber hat der nicht schon davor mitgespielt? Das ist der eingesetzt wird hier von dem Hector Clan da, um die Geschäfte da machen. Nie Idee. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt der vorher schon vor, weil es ist halt ein herber lange her, dass ich das gesehen habe. Was ist jetzt die sechste Staffel bei der Kreuzfahrt kommt? Aber bestimmt auch, oder? Also ist so erst drei Jahre oder so her, als die letzte lief. Es ist zumindest angekündigt worden. Ich finde geil, dass die Spin-off-Serie jetzt die Hauptserie mit Staffeln überholt haben wird, dann mit sechs Staffeln. Und der Schauspieler von Mike wahrscheinlich dann schon lange tot ist. Ja, aber es liegt ja auch nur daran, weil die damals die Staffeln nur, um die Schauspieler nicht bezahlen zu müssen, in 5, 1 und 2 benannt haben, sonst wären das auch 6 gewesen. Und der Mike-Schauspieler, der wird halt auch nicht jünger, ne? Hallo? Well, lucky for us. Ach, guck mal, man kann durch die Gummiklos durchgehen. Do you mind? What are you doing? I built that. Yeah, I can see that. The toilet has no pipes. Yeah. Ah, diesen Gras wolltest du noch reinkacken, ne? Und jetzt merkst du, oh, da sind ja keine Rohre. Dann lass uns doch lieber entkommen. Mach ich den Haufen wieder in dein Kissen, wie immer. Ja. Ah, passt nicht durch. Ah, du schaffst das, komm. Tut weh. Ja? Also lass das. Ach, wenn einer von uns wird es. Vielleicht ist dem Bären bekommen, aber auch das Endgame dieses Spiels. Ja, wer weiß. Where to now? Just turn right here. Gods! Over here, quick! Come on!
Ja, wenn man das ausspricht, hört es sich auch fast so an wie Gods. Bei ihr hörte sich das auf jeden Fall so an. Das finde ich lustig bei Das Imperium schlägt zu. Ach Quatsch, bei Rückkehr der Jedi-Ritter, als Luke gerade hochgeholt wird und dann diese roten Wachen vom Imperator und er sagt Gods, Evas. Das hört sich bei ihm halt auch so, als ob er sagen würde Götter. So krass ist das. Jetzt zerteil den. Zerteil den! Zerteil ihn! Oh Gott, wir haben mit Zauberkräfte. Wow! Wow, Ice Orbs! May! I have cool magician powers! Ich finde, das passt zu uns. Ich bin in solchen Spielen sowieso eher der, der auch so Fernwaffen dann immer greift und solche Sachen macht. Und ich finde, das passt zu dir, dass du das Nahkampfding genommen hast. Hast du ja nicht genommen, aber der Charakter hat es ja jetzt. Alter! Okay, ist Twin-Stick-Shooter auf einmal? Okay, okay, ich habe sind die beiden Angriffe. Ich habe drei verschiedene Sachen. Ich habe mit X macht die das hier. Das ist übrigens ein Nahangriff. Mit A mache ich so einen Dash nach vorne und B ist mit X gar nichts machen. Achso, ich kann mit X scheinbar den Angriff aufladen. Okay, alles klar. Hier kommen wir eh nicht. Das ist nur Training. Kann ich die Kiste zerstören? Ja. Da weiß ich was. Da haben wir nichts gemacht. You can't stop me. Achso, da steht sogar unten, was ich hier machen kann. B, ja. X, A, B. Ach, oh, ich sehe jetzt erst. Aber ist doch der Dash. Okay. Ah. Kannst du das nicht? Nee, kann ich nicht. Achso, dann muss ich hier drauf. Okay, alles klar, okay. Ich hab's voll nicht geschnallt. Nee, Moment, erstmal. Diese Twin-Stick-Mechanik jetzt hier auf einmal ist schon echt geil. Ne? Ich glaube, du musst die Tür hier aufschlagen. Ah, nee. Witzen bist du, ne? Mit Blau jetzt. Ja, 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 okay, genau. Immer drauf. Das Gehirngriff musst du jetzt machen. Glad I actually have useful powers. Nice. So. Ah, guck mal da, die haut jetzt. Take a chill pill. So, lass mal noch nach links unten nochmal gehen. Was passiert hier gerade? Wie habe ich das denn hingekriegt? Wow, okay. That's pretty cool. Hier ist doch irgendwas, oder? Gibt's hier nichts? Ne, ich dachte, hier wird's was geben, aber bisher gab's noch keine Boogies, ne? Ach, du hast auch so einen Special Move. Wie hast du das gemacht? Ach, Y ist dann der Special Move, wenn sich alles aufgeladen hat. Ach, meine Energie ist fast weg. Bin ich tot? Nee, ich glaube, das ist nur die Energie von deiner Zauberei. Ich glaube, dass sich das wieder auflöst. Auflädt. Warte, ich greife jetzt schon. Ein bisschen länger musst du drauf stehen bleiben. Ja, kann ich aber nicht gerade. Ich muss erstmal die Viecher hier töten. Ah, ich muss sie da schon mal. Ja, du musst sie da killen, sonst kill die mich. Ich kann nämlich nichts machen. Zack, hier, du machst. Warte. Oh. Ah, du bist jetzt bei mir. Ja, mal, da jetzt. Jetzt? Bist du das kaputt hauen hier? Ja, geht nicht. Dann. Da müssen wir doch wieder zurück. Weiß ich nicht warum. Ach, ich muss dahin. Ah, okay, warte. Ich muss auch dahin, ja. Nein, du musst mir den Weg hier machen. Genau, deswegen. Ja. Ich wollte jetzt darüber und ich muss dir jetzt den Weg da. Weil ich will da rüber löschen. Ich kann dann uns hier das mit Eis vollballern. War das nochmal? So. Auf die Eis. Komm schon, komm schon, komm schon hoch! Looks like you're not the only magic user! There's only room for one, court magician! Oh, ich Idiot, ich bin ja erstmal in der Sprung, das ist normal. Nee, ich hab ihn nicht gekillt, du musst den nicht da haben, Mann. Da krieg ich den nicht. Ja, hier. Get him, Cody! I'll hold up the others here! Ey, ihr Schweine! Ich will erstmal umgehen. Genau, wenn wir es nicht fertig machen, dann komme ich nicht rein. Ah, fuck! Ja, da ist ja noch einer wieder. Scheiße. Tot oder wo bin ich? Wo bin ich? Da! Was kann denn. Nur mal gucken, was kann denn B? Vielleicht sollte ich das mal öfter einsetzen. Ja, auch B aufschalten, das ist recht lang. Was ist das? Oh, Vorsicht!
Ja, da kannst du dich reinteleportieren. Freeze! Freeze! Sub-Zero, ey, ist ja cool. Genau, da ist das Beste. Mach mal die Tür auf, so lange. Komm ich nicht mehr weg? Bin ich? Ach, ich hab die ganze Zeit auf deinen geguckt, da hab ich gewundert, warum ich da oben aus der Ecke nicht mehr wegkomme. Es ist ein bisschen unübersichtlich, ne? Kann, oder kann es zumindest werden, welchen Charakter man hat. Acht, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Hier rein? Ja. Oh. Fuck, okay, das hat Scheiße! Oh, komm lieber wieder zurück. Ja! Oh Gott, so, ich bin so gut. Ja, da dich jetzt aber kacke, ne? Jetzt hin, aber. Ah, das war's. Das war ja jetzt geil. Der hat mich einfach in das Ding da reingebumst, ey, und dann konnte ich gar nichts mehr machen. Okay, nochmal. Diesmal dash ich euch nach vorne. Alter, ja, komm schnell. Ah, jetzt bist du falsch. Das ist nicht schlimm. Komm hier rüber. Da komm ich rüber. So, der eine Typ, der hat von hinten angegriffen. Das war nicht so gut. Sehr gut, der konzentriert jetzt von hinten, genau. Er hat sich die ganze Zeit auf dich konzentriert. Ich könnte ihn die ganze Zeit von hinten eingeben, als er ein Schild da umgehauen hat. Ich finde, du siehst aus wie Cartman als Zauberer. Er ist doch auch bei diesem Stick of Truth, ist er doch ja, ja. So ein Zauberer. Ich bin der Hexenmeister! Geistiger Truth. Das habe ich auch durchgespielt. Das finde ich auch cool. Ich fand den Nachfolger fand ich auch richtig geil. Den habe ich tatsächlich. Den habe ich auch durchgespielt. Ich habe mir nur einen Charakter erschaffen und habe das dann aber nie weitergespielt. Oh. Aber ich fand Stick of Truth war ein total geiles Spiel. It looks like a baking doll. That wants to crush us. Run! 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 Why did you buy that creepy toy for Rose? I didn't. Help! Schon an der Tür habe ich gleich gesehen, ey. You're not going anywhere. Oh nein, das ist falsch. Ah, doch. Ja. 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 Ach, da. Swing faster. I'm swinging as fast as I can. Boah, hier muss man sehr schnell seine Umwelt antizipieren, ey. Fuck. Weil ich wieder Menschen da sind. Ist das der Dead End? Oh, wir müssen okay, alle kaputt haben, ja. Bei Hammer? Boah, das war knapp, das war richtig knapp. Ich hab noch mit meinen Augen drauf geschossen, ganz am Ende, das war voll spannend. Boah, das war eine Weil richtig, die Puppe war mega creepy. Das war aber eine richtig, richtig coole Passage, muss ich sagen. Man muss ja, ich finde auch gut, dass wir jetzt einmal geschafft haben, ohne we zu sterben. Yeah. That was a close one. Da war wirklich Skill vonnöten, dass wir unsere Umwelt ganz schnell antizipieren. Hier, auch guck mal hier da, die Elefantenbilder. Elefanten kann man aber nichts mitmachen. Elefanten. Ich hab schon drauf geschossen, passiert nichts. Oh, hey, Bowser. Bowser. Forgot about the immortal troll. The what? You know, something big and scary. Nur, das sieht alles nichts ab. Don't damage him like this. Sieht alles nichts ab. Get
Ja, am Arsch bestimmt. Ja, am Arsch. Nein, aber da hat es 40 abgezogen, meine ich. Können wir den alle auf die draufsetzen? Ja. Noch tot. Was bin ich denn? Guck mal, jetzt läuft der da. Der hat da hinten noch eben so eine Aufziehung. Und dann muss ich irgendwas machen. Null, was wir mit dem machen müssen. Deshalb schneidet es gerade gar nicht. Da, wir müssen ihn hier reinlocken. Jetzt ist es offen, jetzt fällt er hier rein. Oh ja, greif uns an. Komm schon. Oh, jetzt können wir auf die Hände ballern. Nice. Ich hab meine Runde. Meine auch. Alle Ritter, die auf Oberst und Ruhestand sind sofort verschwunden, als wir die Hände kaputt geschlagen haben. Ich finde gut, dass der letzte Eintrag im Chat war. Ritter töten ist einfacher. Mhm. Und dann sind wir da angekommen. Ja. You use my chessboard to build your toy castle. Yeah, so what? You never use it anymore? Because I don't have the time. Plus, it's not a toy. It's not a toy. Yes, and I think she would appreciate that it's actually being used. Jetzt kommt hier, jetzt kommt jetzt. Nee, kommt irgendwie hier. Ah, jetzt kommen die Schachspuren. Mit den Schachspielen? Ja, aber hier auf die Fresse Schach gibt's hier. Oh, jetzt kommen die Bauern, ja? Hier gerade die ganze Zeit auf den König. Ich glaube, die Dame, die sehr ja. Gut. Das ist quasi umgekehrt. Au, oh, fuck, jetzt bin ich hier zusammen drauf. Ja. Jetzt gibt's hier erstmal so. Jetzt kommt hier ein Flammen. Ah, das war der Turm, ja. Und alle schaffen uns hin. Ah, und jetzt kommen die Läufer, die diagonal angreifen. Das ist aber cool gemacht. Ja, ist es auch. Ich konzentriere mich bloß gerade herbe auf die ganze Sache, dass ich gar nicht so ganz mitkriege, was hier passiert. Ich dachte schon, ich hätte meine Dame jetzt gekillt eigentlich. Ich habe die Dame auch schon gekillt, ne? Kann das sein? Die schwimmen wahrscheinlich. Oh, jetzt kommen die Springer, sehr geil. Da ist die Dame. Die haben zusammen einen Energieball, die beiden. Und kann ich hier den Springer fertig machen? Ich werde hier voll vom König gejagt gerade. Oh, die ganzen Bauern, ey. Alter! Leute! Jetzt hat er. Ich hau noch einen Schritt. Easy peasy! Das war eigentlich so ein schwerer Kampf. Aber hat auch Bock gemacht. Und es war sehr kreativ eingesetzt mit den Schachfiguren. Why does it have no handles? Well, you should know. You built it. Oh, yeah. You're right. Oh, yeah, I remember. Boom! There you go. See? I know what I'm doing. Das war bestimmt falsch. Oh. Ich würde sagen. Sind wir eigentlich endlich mal da, ey? Bestimmt falsch. Oh. Wir haben die Zauberkräfte verloren. There go our magic outfits. How are we gonna kill the elephant now? I don't know. Ja, sie sagt, how do we kill the elephant now? Also müssen wir doch gegen den kämpfen. Das gefällt mir nicht, das ist voll super. Die ganzen Zuschauer, die haben sich gefreut, dass wir die Schachfigur finden. Ich will den Elefanten aber behalten, der ist süß. Ja, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich ist der Elefant danach nett, oder? Der Affe, der Astronaut war doch auch nett später, oder? Ah, guck mal, wir sind da. Oh oh. Bitte back ich, morgen brau ich. I smell boss fight. Greetings, your majesty. Hello, you don't need to bow. It's for Ned.
Fanti, der Elefant. Do you want some cookies? Ja, ich euch gerne. Cookies. Hast du Kekse? Oh, oh. Mag Elefanten. Let's just do this. Ich mag Kekse. You sound unhappy. Aber Elefanten schmecken besser. No, no, nothing's wrong. It's great. Everything's like super great. Well, I can see you're not happy. You need a hug. I kind of do. Der Elefant hat Klöpper. Ja. Ja auch. Das ist auch nur ein. Let's kill me. Why do you want to kill me? Oh, no, 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 no. We don't want to kill you. We just kind of have to. Nein. Das ist verkauft. Den an, ey. Elephant. I love Rose. And Rose loves me. I don't want to die. I know. But we have no choice. I'm sorry. This is gonna be ugly. Jetzt verfolgen. Er rennt aber auch echt schnell. Oh nee, ey, das kriegen die jetzt wirklich nicht hin. Da vorne ist hier ein Krümmelmonster. Oh. Elefant ist Dr. Evil, ey. Ja. Oh, Scheiß. Aber nett. Netter Dr. Evil. Dr. Not so Evil. Dr. Fanto. Ich bin ja eigentlich sehr blutrünstig. Jetzt wird der böse, der Elefant. Aber es wird mir trotzdem sehr leid. Das kann sein. Guess that's the way the cookie crumbles. Okay. We don't want to do this, but we have to. See? Das war der Beweis. Ah! Ach du Scheiße! Oh. Und der kommt bestimmt gleich von selbst wieder dahin gerannt. Was ist da? Okay. Ach so, du, wenn du da drauf rennst, dann passiert das schon die ganze Zeit. Nee, nee. Doch. Da passiert. Ja. Ach doch, ja, passiert doch. Komm hier runter. Jetzt. Hey. Zu spät. Muss es viel eher machen, okay. Nein! Nein. Okay. Zu spät. Das ist auf jeden Fall zu spät. Jetzt. Nein! Ja, das ist, ja. Das. Ich hab mich verdrückt! Wird auch wieder zu. Nein, er rennt nach unten. Er rennt nach unten. Da haben wir die Rühre von dem Monster. Mit dem Kopf. So, ey, das wäre voll geil, wenn er so auseinanderreißt jetzt. Zu winziges Monster. Hurry, before she escapes. Ich hab ihn. Reißen wir ihm die Arme ab. Ja, die Ohren. Die Ohren. Wir reißen ihm die Ohren raus. Raus, reißen, raus. Ach, du bist doch gar nicht so weit. Ich dachte. Ach so, oh. Wie schwach bin ich jetzt? Ich hasse es, ey. Ich bin so schlecht in solchen Dingen. Jawohl, nein! Jawohl, wir haben ihm ein Bein amputiert. Sauber, jetzt holen wir uns die Ohren. Das ist die gerechte Strafe. Jetzt holen wir uns die Ohren. Monarchie gehört verboten. Was wollen wir machen? Komm on, grab her! Boah, ist das krass, ey. Das ist voll schlimm, ey. Boah, sind voll die Schweine. Was passiert hier? Aber die Sache ist, wir können uns immer noch betrösten. Wir konnten ja nicht anders. Und ich muss gestehen, ein bisschen macht es mir auch Spaß, den Elefanten zu quälen. Will nicht sagen dazu. Ey, jetzt wird's richtig persönlich. This is horrible. I feel so evil. Boah, die sprechen das sogar an, ey. Ja. Maybe we could ask that book. Was ich nicht so nah an dem Ding da dran, vielleicht hält er sich sonst fest. Oh, und da ist eine Nadel drin vor allem. Oh. Oh. Dauer ist. Jawoll! Sag doch, wir reißen ihm noch ein Ohr ab. Boah, sind wir schlimme Menschen, ey. Was ist so schlimm mit dem Wir Bein? Sind Puppen! Gott, ey. Der wird sich jetzt bestimmt an dem Ding da festhalten. Komm nicht. Doch, mach da. Jetzt fliegt noch der Rüssel weg. Boah, ist das fies. Warum? Um Himmels Willen, der sieht zu süß aus. We're really sorry for this.
wir hören doch nicht auf, wir machen das die ganze Zeit. Passage in dem Spiel, ey. Es ist großartig, ey. Boah, wie schwierig ist das eigentlich, hier das rumzudrücken, ey. Ja, geht's so, ich bin schon... Achso, guck mal, weil ich jetzt schwer stehen geblieben bin. Hoffentlich kommt jetzt in so Spikes rein. Boah, die ist doch bestimmt voll fertig jetzt. Kitty! Good, honey. Yeah. Yeah, come on, darling. Cutie. Oh, are you okay? Yeah. Wir haben jetzt zu wenig rausgewirkt. Da fand sie. Oh no, Cutie. Poor Cutie. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. Oh, das ist wie mein Zuhause. Bella, ey. May, I think it's working. Oh. Yes. Yes, she's crying. Jetzt mal sagen, das Buch ist böse. Ja, all right, we gotta get down there. Glaubst du es wirklich, dass das Buch böse ist? Before she stops. She's this crying. Way. Yeah, yeah. Eltern des Jahres, ja. Oh my gosh. Keep it going, sweetie. Oh, don't stop, darling. Come on, let her out. Oh mein Gott. Ey, das ist so herbe krass eigentlich gerade. Die baden gerade in den Tränen ihrer Tochter. Genau. Weil ja, es ging ja darum, diese Emotion zu erzeugen, was da jetzt gerade passiert. Ja. Ich würde mal sagen, wir schalten das Jugendamt ein. We're stuck like this. Vielleicht müsste sie zum Lachen bringen, ey. Besser, boah, wir haben ihren Bären getötet, das tut mir voll weh. Und ihre Krake haben wir auch getötet. Was ist das? Ich fände gut, wenn jetzt einer gesagt hätte, so, ach, wir sind immer noch in dieser Form, aber wenigstens haben wir unsere Tochter zum Weinen. Ja. Wenigstens konnten wir unsere Tochter zu brauchen. Dear Mom and Dad, Schweine, ey. I'm sorry that I did this to you. What? I know how to make everything good. Mann, guck mal, sie denkt nämlich, dass sie schuld daran wäre, dass die Eltern so sind, wie sie sind. All you have to do is voll gute Menschen werden. Wäre sie nicht geboren worden, wäre das nicht passiert. Da wäre sie immer glücklich gewesen. You must work together. You must fix your relationship. No, you idiot. Thanks very much. Das ist auch bestimmt der Oberendgegner, oder? Yes, I did. It's four pieces. You put them together, you get the answer. Oh, you thick-headed book! Holy! Ah! It's time to dive deeper into your souls and collect the four letter pieces. Let's go! Woo! Hey, where you going? Get him! Get the letter! Übertreibt man nicht so, Mädchen. What? Let us go. This is abduction! No, this is Dr. Hakim's couples therapy. Prepare for the roller coaster ride of your life. Give us the letter. Bravo! You refer to us instead of me. You're a team now. No, we're not a team, and we don't have time for this. Time. Good man. That will be our first topic. Aha! Now. Do you give each other enough time? Okay, you know what? We don't. Yeah, because she is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone yourself? Oh, please, don't be ridiculous. You think time is limitless? That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Cloning and no sense of time! Good insights! We're making progress already! Great! Get ready! Hi-ya! Woo! Oh, no. Kriegen wir denn mal eine Schnaufpause? Gar nicht. Oh, uff! Waren die Untertitel. Im zweiten Teil, und zwar in Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby. Doch nicht. Tatsächlich nicht. Doch, den hat so gut wie niemand gesehen. Aber es gibt doch eine Serie, glaube ich, davon. Von Liebling. Now you
Aber Liebling, ich habe die Kinder geschaut, fand ich als Kind voll cool. Ich hab den sogar 2015 oder 16 das letzte Mal gesehen und der hat auch für mich als Erwachsener funktioniert. Ich hab den damals im Kino gesehen. Ich war erstaunt, dass ich den noch so unterhaltsam fand. Das Schlimme an der Sache ist, Jörn, wir kriegen Sachen in die Hand und lernen wieder eine neue Mechanik, die wir bis zum nächsten Mal vergessen haben werden. Denn es ist soweit. Is that me? Da machen wir jetzt auch gar nicht der Mechanik, ne? That's right. Wir haben auf jeden Fall beide Sachen gekriegt. Ich habe eine analoge und du eine Digitaluhr bekommen. Ja. You must follow these tracks and make them beat again. Remember that. Eine richtige Taschenuhr, ne? You will be rewarded cool. Your first piece of the letter. Good luck. Woo! Oh ja, wir haben es verstanden, du ätzendes Buch. Ja. Okay, das war's. So, why do we need okay. To follow? Wir probieren jetzt gar nicht aus, was war tatsächlich passiert. Alles für uns. Wir machen da beim nächsten Mal weiter. Und Jörn, dieses Mal werden wir nicht so lange warten, bis wir wieder alle Mechaniken vergessen haben. Und was Björn mit nicht so lange warten meint, ist, es wird nicht wieder ein Jahresübergang sein zwischen den Spielsessions. Auf keinen Fall. Ich bin für spätestens nächste Woche. Machen wir es jetzt weiter. Wann bist du wieder mit Dead Space dran? Morgen. Morgen am guten Dienstag. Genau. Ich bin am Donnerstag, werde ich A Plague Tale Innocence zu Ende spielen. Ja, ich werde morgen nicht Dead Space zu Ende spielen. Sind wir schon wieder fast rum und wer weiß, was noch am Wochenende so kommt. Ich weiß auf jeden Fall, was da für uns kommt und ab nächster Woche gibt es dann wieder Podcast hier. Und ja, das war It Takes Two für dieses Mal im Örntag. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat uns wieder enorm viel Spaß gemacht. Mir vor allem. Ich hatte sehr viel Spaß. Mir auch. Und besonders mir. Bis zum nächsten Mal.